Man kann sich die heutige Kosmologie kaum noch ohne den Urknall vorstellen. Alles scheint sich um den Zeitpunkt zu drehen, als aus dem Nichts plötzlich die gesamte Materie erschaffen wurde. Diese rätselhafte Entstehung des Universums wird in unzähligen populärwissenschaftlichen Beiträgen quer durch alle Medien beleuchtet. Überall auf der Welt sind Wissenschaftler damit beschäftigt, Experimente zu erdenken, die Licht in die dunklen Tiefen des Kosmos bringen sollen. Auf ihrer Suche haben sie Visionen von merkwürdigen Dingen wie Neutronensternen, dunkler Materie und dunkler Energie. Sie erzählen Geschichten von fremden Welten, in denen die uns bekannten physikalischen Gesetze versagen. Dieser Film geht einmal einen anderen, einen ungewöhnlichen Weg. Er führt nicht vorbei an fantastischen, alles verschlingenden schwarzen Löchern in den Herzen von Galaxien. Aber trotzdem bietet er überraschende und faszinierende Einsichten. Wir werden in der Geschichte zurückreisen zu dem Zeitpunkt, als die Idee des expandierenden Universums und damit auch des Urknalls geboren wurde. Wir werden sehen, dass die modernen kosmologischen Theorien nicht zwangsläufig aus den Beobachtungen des 20. Jahrhunderts folgen und dass es alternative Erklärungsmodelle gibt. Wir werden lernen, die Vorgänge im Universum auf völlig neue Weise zu sehen. Denn dies ist die Geschichte eines Kosmos ohne Urknall. Wir schreiben das Jahr 1929. Der amerikanische Astronom Edwin Hubble hatte gerade entdeckt, dass das Licht entfernter Galaxien rot verschoben war. Aber was bedeutet das konkret? Aufgrund der enormen Entfernungen zwischen Sternen und erst recht zwischen Galaxien können wir diese Objekte nicht vor Ort untersuchen. Wir sind auf das Licht, welches uns von dort erreicht, angewiesen, um Informationen über solch weit entfernte Objekte zu erhalten. Der nächtliche Sternenhimmel liefert uns glücklicherweise eine Fülle an Informationen. Es ist die Aufgabe von Astronomen, diese Informationen zu sammeln. Die Aufgabe von Kosmologen ist es in der Folge, die gesammelten Informationen, also die objektiven Beobachtungen, zu ordnen und nach eigenem Ermessen zu interpretieren. Eine Möglichkeit, Informationen aus dem Licht entfernter Galaxien zu gewinnen, bietet die Spektroskopie, bei der das sichtbare Licht in seine einzelnen Wellenlängen zerlegt wird. Für unsere Sonne sieht das Spektrum zum Beispiel so aus. Die schwarzen Striche sind Absorptionslinien. Das heißt, bestimmte Wellenlängen des Lichts werden von bestimmten Molekülen in der Atmosphäre der Sonne absorbiert. Die gleichen Linien kann man auch in den Spektren von Galaxien entdecken. Das Merkwürdige ist jedoch, und das war Hubbles Entdeckung, für die er einen Nobelpreis erhielt, dass die schwarzen Linien bei entfernten Galaxien im Vergleich zur Sonne verschoben sind, und zwar hin zum roten, weniger energiereichen Teil des Spektrums. Man kann diese Verschiebung in Prozent ausdrücken. Wenn diese Linie bei einer Wellenlänge von 500 Nanometern liegt und die entsprechende Linie in diesem Spektrum bei 510 Nanometern, handelt es sich um eine 2%ige Rotverschiebung. Auch das Gegenteil, eine Blauverschiebung, wird in seltenen Fällen beobachtet. Hier sehen wir eine 2%ige Blauverschiebung. Das Licht unseres großen kosmischen Nachbarns, der Andromeda-Galaxie, ist zum Beispiel blau verschoben. Aber die allermeisten Galaxien erscheinen uns rot verschoben. Das ist somit die reine astronomische Beobachtung. Das sind die Informationen, die ihren Weg von den Galaxien in die Linsen unserer Teleskope und Prismen unserer Spektrometer gefunden haben. Nun ging es 1929 an die kosmologische Interpretation dieser astronomischen Beobachtung. Eine Interpretation, die sehr schnell auch von Hubble selbst angewendet wurde, war die sogenannte Doppler-Interpretation. Wir alle kennen eine Dopplerverschiebung vom Schall. Wenn zum Beispiel ein Auto auf uns zufährt, wird der Ton seines Motors zunächst höher. Die Schallwellen werden gestaucht. Ist es an uns vorbeigefahren, wird der Ton tiefer, da die Schallwellen gestreckt werden. Auf ähnliche Weise interpretierten die meisten Kosmologen die Rotverschiebung des Lichts als eine Dopplerverschiebung, die mit den Bewegungen der Galaxien zu tun haben musste. Der österreichische Physiker Christian Doppler hatte eine solche Rotverschiebung des Lichts aufgrund der Bewegung der Lichtquelle bereits 1842 vorhergesagt. Die prozentuale Verschiebung der Absorptionslinien im Spektrum wurde somit als eine Geschwindigkeit interpretiert. 2% Verschiebung bedeuten dabei zum Beispiel eine Geschwindigkeit, die 2% der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Das sind etwa 6000 Kilometer pro Sekunde. Es erschien nach dieser Interpretation, dass sich alle rot verschobenen Galaxien von uns entfernen würden. Und das war noch nicht alles. Hubbles berühmtes Diagramm legte außerdem den Schluss nahe, dass die Geschwindigkeit der Galaxien mit ihrer Entfernung zunahm.
eine doppelt so weit entfernte Galaxie schien auch eine doppelt so hohe Fluchtgeschwindigkeit zu besitzen. Mit anderen Worten, die Interpretation der Rotverschiebung als Dopplerverschiebung, also als eine Geschwindigkeit, führte direkt zur Annahme eines sich ausdehnenden Universums. Hubble selbst hatte die Dopplerinterpretation 1929 für sein berühmtes Diagramm angewendet, als er die Rotverschiebung als Geschwindigkeit auf die Y-Achse auftrug. Aber er gemahnte zur Vorsicht und schrieb: Diese Erklärung interpretiert Rotverschiebungen als Doppler-Effekte, das heißt als Geschwindigkeitsverschiebungen, die tatsächliche Fluchtbewegungen anzeigen. Es mag mit einiger Sicherheit festgestellt werden, dass Rotverschiebungen Geschwindigkeitsverschiebungen sind, ansonsten repräsentieren sie ein bisher unentdecktes Naturprinzip. In der Zwischenzeit können wir die Rotverschiebungen der Einfachheit halber auf einer Geschwindigkeitsskala ausdrücken, unabhängig von der endgültigen Interpretation. Der Begriff scheinbare Geschwindigkeit mag in vorsichtig formulierten Aussagen verwendet werden und das Adjektiv wird immer impliziert, wo man es im normalen Sprachgebrauch auslässt. Diese Mahnung zur Vorsicht bei der Interpretation der Rotverschiebung als eine Geschwindigkeit wurde von den meisten Kosmologen jener Zeit nicht wahrgenommen. Schnell vergaß man, dass das Adjektiv scheinbar immer einbezogen werden musste. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hatte gerade ihren Siegeszug angetreten und eine ihrer Vorhersagen war ein expandierendes Universum. Der Priester Georges Lemaître hatte bereits 1927 versucht, seinen christlichen Glauben mit der Relativitätstheorie zu verknüpfen und entwickelte in der Folge die erste Urknallversion. Hubbles Entdeckung der Rotverschiebung wurde von Lemaître und anderen Befürwortern eines expandierenden Universums für den endgültigen Beweis gehalten. Alle Vorsicht bei der Interpretation der Rotverschiebung als Geschwindigkeit wurde in den Wind geschlagen. Hubble selbst sprang nie auf den fahrenden Zug auf. Etwas in ihm sträubte sich gegen ein expandierendes Universum. Wir können heute sagen, dass er den Fehler machte, die Rotverschiebung nicht als prozentuale Verschiebung der Absorptionslinien in sein Diagramm einzutragen, sondern schon als Geschwindigkeit, noch dazu ohne das Adjektiv scheinbar. Dieser Fehler verfolgte ihn den Rest seines Lebens. Bis zu seinem Tod 1953 weigerte er sich standhaft, die Rotverschiebung als Dopplerverschiebung zu interpretieren. Aber welche andere Möglichkeit der Interpretation gab es überhaupt? Der Schweizer Physiker und Astronom Fritz Zwicky bot bereits im gleichen Jahr, da Hubbles Entdeckung veröffentlicht wurde, eine alternative Interpretation an. Er vermutete, dass Licht ferner Galaxien verliere auf seinem Weg zu uns an Energie, was ebenfalls zu einer Rotverschiebung führen würde. Man nennt dies die Theorie der Lichtermüdung. Mehrere mögliche Prozesse wurden dabei über die Jahre angeführt, von Zwickys Gravitationsreibung über den Compton-Effekt bis hin zur Bremsstrahlung. Hubble selbst stellte in den 30er und 40er Jahren weitere Beobachtungen an, um die Frage, welche Interpretation letztlich zutreffe, beantworten zu können. Er kam 1942 zu folgendem Ergebnis. Die Untersuchungen wurden darauf ausgerichtet, entscheiden zu können, ob Rotverschiebungen eine tatsächliche Ausdehnung repräsentieren. Prinzipiell kann das Problem gelöst werden. Eine sich schnell entfernende Lichtquelle erscheint dunkler als eine vergleichbare stationäre Quelle in gleicher Entfernung. Da die intrinsischen Helligkeiten von Galaxien bekannt sind, liefern ihre scheinbaren Helligkeiten zwei Entfernungsskalen, die abhängig davon sind, ob wir die Galaxien als stationär oder sich entfernend betrachten. Wenn wir dann unsere Daten analysieren, könnten wir entdecken, dass eine Skala zu Widersprüchen oder zumindest zu großen Schwierigkeiten führt. Solche Versuche wurden unternommen und eine Skala macht Probleme. Es ist die Skala, der die Annahme einer Ausdehnung des Universums zugrunde liegt. Sein Einspruch und der einiger anderer führender Physiker wie Robert Millikan wurde von den Urknalltheoretikern, die sich in der absoluten Mehrzahl befanden, weitestgehend ignoriert. Heute kann man über die Theorie der Lichtermüdung, zum Beispiel auf Wikipedia, Folgendes lesen. Die Lichtermüdung ist eine überholte Theorie, die die bei weit entfernten Himmelskörpern auftretende kosmologische Rotverschiebung mit einem Energieverlust des Lichts auf dem Weg von der Quelle zum Beobachter erklärt. Diese Theorie wurde zugunsten der Expansion der Raumzeit gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie aufgegeben. Der Entdecker der kosmologischen Rotverschiebung sah das ganz anders. Hubble hielt die Dopplerinterpretation und damit auch die Expansion der Raumzeit für grundlegend falsch. Wir stehen somit vor zwei Interpretationsmöglichkeiten. Anders als die gesamte Masse moderner Kosmologen, werden wir in diesem Film das Abenteuer wagen, Hubbles Ansichten zu folgen. Welche Beobachtungen sprechen für seine Interpretation und wohin gelangt man, wenn man die Rotverschiebung als einen Energieverlust des Lichts interpretiert und nicht als Geschwindigkeit?
Nach der Entdeckung der Rotverschiebung Ende der 20er Jahre konnte man zunächst nicht entscheiden, ob die Geschwindigkeits- oder die Lichtermüdungsinterpretation richtig war. Man wusste einfach zu wenig über Sterne und Galaxien. Noch 10 Jahre zuvor hatte man gemeinhin angenommen, die Milchstraße sei das gesamte Universum. Die Geschwindigkeitsinterpretation setzte sich durch, da sie aufgrund ihrer Kompatibilität mit der allgemeinen Relativitätstheorie mehr Anhänger gewann. In den folgenden Jahrzehnten errichteten die Kosmologen auf Grundlage der Dopplerinterpretation ein beeindruckendes Theoriegebäude mit dem Urknall als zentralem Ereignis. Erst in den 60er Jahren kam Bewegung in die Rotverschiebungskontroverse. Hubble hatte versucht, die so enorm wichtige Interpretationsfrage durch zusätzliche Beobachtungen beantworten zu können. Einer seiner Schüler, der amerikanische Astronom Halton Arp, setzte diese Arbeit nach Hubbles Tod fort. Nachdem Arp in den 50ern und Anfang der 60er damit beschäftigt gewesen war, viele sehr lichtschwache Galaxien zu fotografieren, veröffentlichte er 1966 seinen berühmten Atlas der irregulären Galaxien. Darin dokumentierte er 338 Galaxien mit teilweise sehr außergewöhnlichen Formen. Ebenfalls in den 60er Jahren wurden die mysteriösen Quasare entdeckt. Dabei handelt es sich um relativ helle Objekte mit einem geschätzten Durchmesser von nur einem Lichtjahr. Das Besondere an ihnen ist, dass sie enorme Rotverschiebungen aufweisen. Heute sind Quasare mit Rotverschiebungen von mehreren 100% bekannt. Nach der Dopplerinterpretation ergeben sich daraus enorme Geschwindigkeiten und damit auch enorme Entfernungen für diese Objekte. Aber gleichzeitig sind ihre beobachteten Helligkeiten recht groß. Wenn sie nach der herrschenden Dopplerinterpretation extrem weit entfernt sind, müssen sie die hellsten Objekte im All sein, mit Helligkeiten im Bereich von 10 hoch 12 Sonnenleuchtkräften. Kein bekannter Prozess kann solche Energiemengen freisetzen. Dieser Erklärungsnotstand führt in den 60er Jahren zur Einführung der schwarzen Löcher in die Kosmologie. Ihre gigantische Masse sollte den scheinbar gigantischen Energieausstoß der Quasare erklären. Vor kurzem wurde ein neuer Quasar mit der bislang größten Rotverschiebung entdeckt. Der kleine Punkt in der Mitte ist der Quasar. Seine Rotverschiebung von Z gleich 7,1 bedeutet nach der Dopplerinterpretation, dass er knapp 13 Milliarden Lichtjahre entfernt sein soll. Seine Helligkeit wird von Urknallkosmologen auf das sage und schreibe 63 Billionenfache der Sonne geschätzt. Allein, dass man einen solch gewaltigen Energieausstoß annehmen muss, muss Zweifel an der Dopplerinterpretation aufkommen lassen. Halton Arp begann in den 70er Jahren ebenfalls, sich für Quasare zu interessieren. Er kannte sich zu jener Zeit wie kein zweiter mit irregulären Galaxien aus. Er bemerkte, dass sich Quasare, die nach der Dopplerinterpretation so extrem weit entfernt sein sollten, um seine irregulären Galaxien zu häufen schienen. Sie gehorchten offenbar nicht dem Hubble-Gesetz, welches die Grundlage der Urknalltheorie bildet. Hier sehen wir die Galaxie NGC 4319 und den Quasar Makarian 205. Die Galaxie hat eine Rotverschiebung von Z gleich 0,006. Der Quasar besitzt eine über 10-mal größere Rotverschiebung, nämlich Z gleich 0,07. Wie sich bei näherer Beobachtung herausstellt, existiert eine dünne Verbindung zwischen diesen beiden Objekten, die nach der Dopplerinterpretation etwa 1 Milliarde Lichtjahre voneinander getrennt sein sollten. Hier ist eine Falschfarbendarstellung des Bildes, in der man die Verbindung deutlicher erkennen kann. Weitere Aufnahmen dieses Paares wurden gemacht. Sie alle zeigen eine deutliche Verbindung zwischen den Objekten. Noch interessanter wird es, wenn man sich genauere Bilder von Makarian 205 ansieht. Wie sich herausstellt, lassen sich dort 3 Quasare mit sehr unterschiedlichen Rotverschiebungen finden. Aber alle Quasare werden von derselben Gashülle umgeben. Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass hier Quasare und Galaxien mit sehr unterschiedlichen Rotverschiebungen in unmittelbarer Nachbarschaft existieren. Da diese Beobachtung aber gewaltige Zweifel an der Geschwindigkeitsinterpretation aufkommen lässt, wird, zum Beispiel auf der ESA-Homepage, bereits im Titel jede Verbindung abgestritten. Halton Arp traf eine gute Wahl, als er eben diese Galaxie für das Cover eines seiner revolutionären Bücher auswählte. Auch wenn die Verbindung für jeden unbefangenen Beobachter recht überzeugend sein muss, ist es immer von Vorteil, weitere vergleichbare Beobachtungen ins Feld führen zu können. Betrachten wir daher die Galaxie NGC 7319. Sie zeigt eine Rotverschiebung von 0,0225. Aber hier, vor der Galaxie, gibt es einen Quasar mit 2,11. Laut konventioneller Interpretation
müsste dieser Quasar viele Milliarden Lichtjahre hinter der Galaxie liegen. Dass er aber ein direkter Nachbar der Galaxie ist, kann man erkennen, wenn man sich eine Vergrößerung des Bildes ansieht. Es gibt eine V-förmige Gasbrücke, die sich aus dem galaktischen Zentrum Richtung Quasar erstreckt. Dieser stark rot verschobene Quasar befindet sich nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit vor der Galaxie, er scheint auch aus ihrem Kern ausgestoßen worden zu sein. Dies ist das berühmte sogenannte Einstein-Kreuz. Man sieht vier stark rot verschobene Quasare, angeordnet um das Zentrum einer Galaxie mit sehr viel geringerer Rotverschiebung. Die offizielle Erklärung ist, dass wir es hier mit einem Gravitationslinseneffekt zu tun haben. Es soll sich um einen einzigen Quasar handeln, der sehr weit hinter der Galaxie liegt und dessen Licht linsenartig gebrochen wird, wodurch vier Phantombilder entstehen. Es soll also nach herrschender Meinung nicht mehr als eine optische Illusion sein. Allerdings gibt es große Probleme mit dieser Interpretation. Zum einen sind die angeblichen Abbilder des Quasars überhaupt nicht verzerrt, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Wenn sich ein massives Objekt vor ein anderes schiebt, sollte man ringförmige Verzerrungen sehen, wie sie in den üblichen Animationen auch dargestellt werden. Beobachtungen solcher Linseneffekte gibt es tatsächlich. Vier völlig unverzerrte, noch dazu nicht wirklich symmetrisch angeordnete Abbilder wie beim Einstein-Kreuz sind jedoch nicht zu erwarten. Natürlich kann man sich speziell geformte Linsen denken, die ein solches Bild entstehen lassen könnten, zum Beispiel rechteckige Linsen, aber einem galaktischen Kern solch eine Form zu unterstellen, ist unrealistisch. Ein weiteres Argument gegen die Gravitationslinsenerklärung ist die Tatsache, dass die Quasare ihre Helligkeit verändern, und zwar durchaus unabhängig voneinander. In der Standarderklärung werden dafür Sterne der Galaxie verantwortlich gemacht, die ihrerseits als kleine Gravitationslinsen wirken sollen. Warum wir dann aber keine weiteren Abbilder oder Verzerrungen der vier Objekte sehen, bleibt unerklärlich. Den stärksten Hinweis darauf, dass es sich bei dem Einstein-Kreuz aller Wahrscheinlichkeit nach um vier echte Quasare handelt, liefert ein neueres Bild, welches interstellaren Wasserstoff sichtbar macht. Man sieht deutliche Verbindungen der Quasare zum zentralen galaktischen Kern und auch untereinander. Wie schon bei der Galaxie NGC 7319, so scheinen auch hier Quasare von einer aktiven Galaxie ausgestoßen worden zu sein. Genaue Beobachtungen legen nachdrücklich nahe, dass es sich nicht um eine optische Illusion handelt, sondern um eine echte physische Nachbarschaft der fünf Objekte, was der Doppler-Interpretation klar widerspricht. Ein weiteres Beispiel. Dies ist die Galaxie NGC 7603. Sie befindet sich auch in Arps Atlas der irregulären Galaxien. Die beiden Objekte sind deutlich durch eine Gasbrücke miteinander verbunden. Arp maß bereits in den 70ern die Rotverschiebungen für beide Objekte. Der Unterschied ist so groß, dass sie nach konventioneller Interpretation niemals Nachbarn sein können. Im Jahr 2002 sahen zwei spanische Astronomen genauer hin und entdeckten zwei weitere Quasare in der Gasbrücke. Zudem kann man hier erkennen, dass die Größe der Rotverschiebung offenbar mit der Entfernung zur Galaxie abnimmt. Man kann die Vermutung äußern, dass Quasare mit extrem großer Rotverschiebung in den aktiven Zentren von Galaxien geboren werden und mit zunehmender Entfernung zur Muttergalaxie und mit zunehmendem Alter ihre große Rotverschiebung einbüßen. Dies ist die Galaxie Arp 220. In ihrer Nähe befinden sich zwei Quasare, die entlang der Nebenachse angeordnet sind. Für solche symmetrischen Anordnungen von Quasaren um aktive Galaxien gibt es viele Beobachtungsbeispiele, wie dieses der Galaxie NGC 4235. Die Galaxie NGC 3516 bietet weitere Anhaltspunkte für diese Vermutung. Entlang ihrer Rotationsachse verteilt befinden sich sechs Quasare. Alle Rotverschiebungen nehmen mit der Entfernung zur zentralen Galaxie ab und untermauern damit die Vermutung, dass die Rotverschiebung von Quasaren mehr als alles andere ein Maß für ihr Alter ist, nicht für ihre Entfernung. Streng genommen ist der weitest entfernte Quasar kein Quasar, sondern ein BL-LAC-Objekt. Es zeigt eine Rotverschiebung, die am ehesten der Muttergalaxie entspricht. Des Weiteren scheint sich auch langsam eine ähnliche Form zu entwickeln. Helton Arp vermutet daher, dass Quasare Teile von Galaxiekernen sind, die oft in Paaren entlang der Rotations- oder Nebenachse einer aktiven Galaxie ausgestoßen werden. Ihre Rotverschiebung nimmt mit der Zeit ab und gleichzeitig nehmen sie an Größe und Helligkeit zu und entwickeln sich schließlich zu kleinen Tochtergalaxien.
Dabei scheint die Rotverschiebung in relativ festen Schritten abzunehmen. Die meisten Quasare scheinen Rotverschiebungen zu besitzen, die in der Nähe der folgenden Werte liegen. Ob diese Quantifizierung der Rotverschiebung, die gegen die Dopplerinterpretation spricht, eine echte Beobachtung ist oder nur eine statistische Illusion, wird in der heutigen Kosmologie heiß diskutiert. Vorläufig kann darüber wohl nichts Definitives gesagt werden. Anders verhält es sich mit den Verbindungen von stark rotverschobenen Quasaren und wenig rotverschobenen Galaxien, sowohl was die physische Verbindung durch Gasbrücken angeht, als auch die auffällige Ansammlung von Quasaren entlang der Rotations- und Nebenachsen von aktiven Galaxien. Dies sind Beobachtungen, die nachdrücklich gegen die Geschwindigkeitsinterpretation sprechen. Sie legen die Vermutung nahe, dass große Galaxien stark rotverschobene Quasare ausstoßen, die sich zu Tochtergalaxien entwickeln und mit der Zeit eine ganze Galaxienfamilie bilden. Kehren wir zur weiteren Betrachtung noch einmal zur Galaxie NGC 7319 zurück. Sie ist Teil von Stevens Quintet, einer auffälligen Ansammlung von 5 interagierenden Galaxien. Wenn wir uns die Rotverschiebungen ansehen, dann fällt auf, dass alle gelblichen Galaxien in etwa die gleichen Werte besitzen, während die blaue Galaxie einen viel geringeren Wert zeigt. Nach der Dopplerinterpretation müssten die gelben Galaxien etwa 8-mal weiter von uns entfernt sein als die blaue. Aber auch hier gibt es neuere Bilder, die über die sichtbaren Wellenlängen des Lichts hinausgehen. In dieser Montage sieht man eine deutliche Gasbrücke im Röntgenbereich, die die einzelnen Galaxien miteinander verbindet. Diese Gasbrücke scheint sich auch zur blauen Galaxie zu erstrecken. Im Infrarotbereich wird diese Verbindung deutlicher. Man sieht hier auch, dass die blaue Galaxie, die eigentlich viel näher sein sollte, offenbar hinter der Gasbrücke liegt und von dieser teilweise verdeckt wird. Das Ganze könnte eine fortgeschrittene Entwicklung der Konstellation sein, die wir beim Einsteinkreuz sahen. 4 ausgestoßene Quasare, deren Rotverschiebung langsam abnimmt, wobei sie an Größe zunehmen und zu Tochtergalaxien werden. Wir könnten hier also Schnappschüsse der Evolution von Galaxien sehen. Unsere Milchstraße befindet sich in einer ähnlichen Konstellation. Sie ist Teil einer lokalen Gruppe aus mehr als 30 Galaxien, wobei die größte Galaxie, Andromeda, auch gleichzeitig das Zentrum bildet. Andromeda zeigt darüber hinaus eine Blauverschiebung, was darauf hinweisen könnte, dass sie älter ist als die Milchstraße. Es könnte sein, dass die Milchstraße eine Tochter der Andromeda ist und mittlerweile eigene Nachkommen wie die Magellanischen Wolken und diverse weitere Zwerggalaxien hervorgebracht hat. Wohin diese Entwicklung führen könnte, kann man möglicherweise am Galaxiencluster Abel 1656 erkennen. Im Zentrum befindet sich die Galaxie NGC 4874. Markiert man die umgebenden Galaxien, die eine vergleichbare Rotverschiebung aufweisen, und blendet die übrigen aus, dann kann man eine Spiralstruktur des Clusters erahnen. Es ist durchaus möglich, dass sich solche Ansammlungen von Galaxien über einen langen Zeitraum aus einer einzigen zentralen Galaxie entwickeln. Kommen wir zurück zu Edwin Hubble und seiner Vermutung, ein bislang unentdecktes Naturprinzip könnte für die Rotverschiebung verantwortlich sein. In den 30er und 40er Jahren wusste man nicht sonderlich viel über Galaxien und den intergalaktischen Raum. Das änderte sich mit der Entwicklung der Radioastronomie. Bis in die 50er Jahre hatte man den Raum zwischen Sternen und Galaxien für leer gehalten. Aber die neuen Beobachtungsmethoden zeigten, dass der interstellare und intergalaktische Raum von einem dünnen Plasma erfüllt wird. Ein Plasma ist, einfach ausgedrückt, ein ionisiertes und daher elektrisch leitfähiges Gas. Es erhielt seinen Namen, da solche Gase, wenn sie einen elektrischen Strom leiten, differenzierte Strukturen bilden, die, ähnlich wie Blutplasma, lebendig wirken. Wir werden in Kürze näher auf die faszinierenden Eigenschaften von Plasma eingehen. Für den Moment reicht es zu verstehen, dass aus jedem Gas bei hinreichender Erhitzung ein elektrisch leitfähiges Plasma wird. Quasare werden konventionell als die hellsten und weitest entfernten Objekte im All angesehen. Aber auch wenn sie tatsächlich in der Nähe der Galaxien existieren, mit denen sie verbunden scheinen, sind sie noch immer sehr energiereiche Objekte. Das bedeutet, dass sie aus sehr heißem Plasma bestehen. Ihre große Rotverschiebung lässt sich dann mit einer speziellen Lichtstreuung, der sogenannten Raman-Streuung, erklären. Sie ist aus optischen Experimenten sehr gut bekannt. Es handelt sich bei der Raman-Streuung um eine inelastische Lichtstreuung, bei der Licht an Energie verliert, also rot verschoben wird. Die französischen Physikprofessoren Jean und Jacques Maury-Bailly untersuchten die Rotverschiebung von Quasaren im Hinblick auf eine spezielle Form der Raman-Streuung
und fassten ihre Ergebnisse folgendermaßen zusammen. Da allen Physikern optische Kohärenz gelehrt wird, da wir Laserstrahlen jeden Tag sehen und da ISRS seit 30 Jahren untersucht wird, ist es völlig unverständlich, dass der Raman-Effekt in der Astrophysik ignoriert wird. Mit der Ausnahme des Ursprungs von Radio- und Mikrowellenfrequenzen können alle Eigenschaften von Quasaren durch die Annahme eines Magnetfeldes in einem Plasma in der Nähe des Quasars erklärt werden. Diese Theorie ist viel simpler als die konventionelle Theorie. Sie benötigt nur normale Materie und übliche Spektroskopie. Sie scheint auch auf einfache Weise viele weitere Beobachtungen zu erklären, zum Beispiel das thermale Spektrum heller Objekte ohne Staub. Sie schwächt die zwei Hauptbeweise für den Urknall. Wenn man Quasare als energiereiche Plasmaobjekte betrachtet, die ein Magnetfeld besitzen, erklären sich ihre großen Rotverschiebungen ganz einfach aus einer speziellen Form der Lichtstreuung. Diese Plasma-Rotverschiebung könnte das in den 30er Jahren unbekannte Naturprinzip sein, nach dem Hubble suchte. Sie erklärt, warum wir stark rot verschobene Quasare in physischer Verbindung mit schwach rot verschobenen Galaxien sehen. Und die Entdeckung der Plasma-Rotverschiebung kann uns nicht nur dabei helfen, die großen Rotverschiebungen von Quasaren und ihre gleichzeitige Nachbarschaft zu relativ nahen Galaxien zu erklären. Sie kann auch die geringeren Rotverschiebungen normaler Galaxien verständlich machen. Wir wissen, dass der intergalaktische Raum von dünnem Plasma erfüllt ist. Auch hier dürfte es zu einer Interaktion des Lichts mit den freien Elektronen des Plasmas kommen. Der isländische Plasmaphysiker Dr. Ari Brynjolfsson untersuchte eine spezielle Form des Compton-Effektes, bei dem Licht mit Elektronen interagiert und dadurch Energie verliert, also rot verschoben wird. Er stellte fest, die Plasma-Rotverschiebung erklärt die beobachtete Rotverschiebung ohne eine Ausdehnung oder kosmologische Zeitdehnung. Die Plasma-Rotverschiebung gründet sich ausschließlich auf konventionelle Physik, wie wir sie aus Laborexperimenten kennen. Wir haben nur genauere Berechnungen vorgenommen, als man sonst in der Literatur findet. Die Plasma-Rotverschiebung ist nicht erfunden worden, um etwas zu erklären. Vielmehr führt die konventionelle Physik ohne irgendwelche neuen Annahmen zu solchen Phänomenen wie der kosmologischen Rotverschiebung. Die Plasma-Rotverschiebung ergibt sich aus den konventionellen Gesetzen der Physik. Sie erklärt die kosmologische Rotverschiebung ohne diese künstlichen Parameter wie Urknall, dunkle Materie und dunkle Energie. Es gibt keine Notwendigkeit und keinen Platz für die Urknallhypothese oder die Annahme einer kosmologischen Ausdehnung. Die Doppler-Interpretation setzte sich in den 30er Jahren zunächst durch, weil man damals nichts vom kosmischen Plasma wusste. Heute sind wir in einer besseren Situation und müssen unsere einstigen, voreiligen Annahmen an den neuen Entdeckungen ausrichten. Die Plasma-Rotverschiebung bietet einen sehr einfachen, in Laborexperimenten bestätigten Mechanismus, mit dem man die kosmologische Rotverschiebung ohne ein Auseinanderfliegen der Galaxien erklären kann. Das Modell ist einfach und nachvollziehbar. Und es holt uns zurück auf den Boden der Tatsachen. Denn wenn die Geschwindigkeitsinterpretation falsch ist, müssen alle Entfernungen völlig neu eingeschätzt werden. So sieht das konventionelle Urknalluniversum aus. Galaxien und Galaxienhaufen finden sich nur in einem kleinen Bereich, während der Rest beinahe ausschließlich von Quasaren bevölkert wird. Aufgrund der Doppler-Interpretation und des daraus abgeleiteten Urknalls von vor 14 Milliarden Jahren soll das sichtbare Universum fast 28 Milliarden Lichtjahre groß sein. Nimmt man jedoch die Lichtermüdungstheorie zur Grundlage, also einen Energieverlust des Lichts aufgrund von Streueffekten im Plasma, dann schrumpft das sichtbare Universum plötzlich in sich zusammen und ist insgesamt sehr viel dichter bevölkert als das Urknalluniversum. Benachbarte Quasare und Galaxien unterscheiden sich nur durch den Zustand ihres Plasmas, was zu unterschiedlichen Rotverschiebungen führt. Des Weiteren sind alle Galaxien in eine Art Plasmanebel eingehüllt, der mit zunehmender Entfernung immer mehr Licht schluckt. Es gibt hier keinen klar definierten Rand. Edwin Hubble drückte es seinerzeit besonders gut aus. Wir kennen unsere direkte Nachbarschaft recht genau. Mit zunehmender Distanz schwindet unser Wissen und schwindet schnell. Schließlich erreichen wir den dämmerigen Rand, die absoluten Grenzen unserer Teleskope. Dort beobachten wir Schatten und suchen unter geisterhaften Messfehlern nach Orientierungshilfen, die kaum mehr Substanz bieten. Da der Plasmanebel nicht unbedingt gleichmäßig verteilt sein muss, sind Entfernungsschätzungen extrem schwierig. Letztlich wäre die Größe des sichtbaren Universums unbekannt, aber eine Größe von 28 Milliarden Lichtjahren, wie sie in der Urknallkosmologie angenommen wird, dürfte mit großer Sicherheit um ein Vielfaches zu hoch gegriffen sein. Helton Arp drückte es folgendermaßen aus. Aber wenn der Grund für die Rotverschiebungen missverstanden wird,
können Entfernungen um Faktoren von 10 bis 100 falsch sein und Helligkeiten und Massen werden dann um Faktoren bis zu 10.000 falsch sein. Wir hätten ein völlig falsches Bild vom außergalaktischen Weltall und stünden vor einer der peinlichsten Zeitverschwendungen in unserer intellektuellen Geschichte. Mit dem Zusammenbruch der Dopplerinterpretation wird auch unsere Illusion des Wissens zerstört. Wir wissen nicht, wie weit wir sehen können oder wie alt Galaxien sind. Der irrationale Urknall verschwindet ebenfalls. Hannes Alfvén, der Vater der Plasmakosmologie, meinte: Es gibt keinen rationalen Grund anzuzweifeln, dass das Universum schon immer existiert hat, für unendliche Zeit. Es sind nur Mythen, die versuchen zu erklären, wie das Universum entstand, entweder vor 4000 oder vor 20 Milliarden Jahren. Die Entdeckungen des kosmischen Plasmas und der Quasare hätten in den 60er Jahren weitreichende neue Entwicklungen in der Kosmologie auslösen können. Aber das taten sie nicht. Dies lag vor allem an der Weigerung der Urknalltheoretiker, die neuen Beobachtungen zu diskutieren. Die Entdeckungen gefährdeten das Theoriegebäude, an dem 30 Jahre lang nach Kräften gearbeitet worden war. Bis heute wird das Wort Plasma in den meisten wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Arbeiten zur Kosmologie gezielt ausgelassen. Stattdessen werden die seit 50 Jahren überholten Worte Gas und Staub verwendet, um ein elektrisch neutrales Universum vorzutäuschen, welches von allen Beobachtungen widerlegt wird. Wir wissen heute, dass über 99,99% der existierenden Materie im Plasmazustand vorliegen. Lassen Sie uns daher im Folgenden Plasma beim Namen nennen und seine aus irdischen Laboren bekannten Eigenschaften auf kosmische Vorgänge anwenden. Denn, wie Hannes Alfvén in seiner Nobelpreisrede sagte, am Anfang war das Plasma. Heute besteht kein Zweifel mehr daran, dass der gesamte intergalaktische Raum von Plasma erfüllt ist. Die Bilder moderner Teleskope zeigen dies auf beeindruckende Weise. Die Art und Weise, wie Plasma leuchtet, hängt von der Dichte und dem Grad der Erhitzung ab. Hier sehen wir einige Grundformen, die man in drei Kategorien unterteilen kann. Wenn Plasma relativ kühl oder wenig elektrifiziert ist, ist es durchsichtig wie ein normales Gas. Das interstellare Medium und der Sonnenwind sind Beispiele für durchsichtiges Plasma. Bei höheren Temperaturen beginnt Plasma zu glühen. Wir nutzen dies zum Beispiel bei Leuchtstoffröhren oder Plasmabildschirmen. Auch die Photosphäre der Sonne und das Nordlicht sind glühende Plasmen. Man muss hier beachten, dass die Dichte des Plasmas eine Rolle spielt. Bei geringer Dichte reicht schon eine relativ geringe Temperatur aus, um Plasma zum Glühen zu bringen. Dichte Plasmen, die außerdem sehr heiß sind, beginnen extrem stark zu leuchten. Lichtbogenentladungen wie bei Blitzen sind die Folge. Ein elektrifiziertes Plasma verhält sich ganz anders als die Gase und Flüssigkeiten, mit denen wir im Alltag Kontakt haben. Fließt ein Strom in einem Plasma, entsteht zwangsläufig auch ein Magnetfeld, und zwar in einem 90-Grad-Winkel zur Fließrichtung des Stroms. Durch das entstehende Magnetfeld wird das Plasma komprimiert und strukturiert. Man nennt dies auch den Pinch-Effekt, von Englisch to pinch, zusammenkneifen. Stromleitendes Plasma organisiert sich somit selbst. Es bildet zunächst Filamente. Mit den modernen astronomischen Methoden finden wir eben solche filamentären Strukturen, wohin wir auch sehen. Neutrale Gase in einem Vakuum verhalten sich nicht auf diese Weise und bilden niemals filigrane Strukturen. Wir sehen hier stromleitendes Plasma unter dem Einfluss des Pinch-Effektes. Das Nordlicht bietet ebenfalls schöne Beispiele für stromleitende Plasmafilamente. Solche Filamente werden auch Birkelandströme genannt. Der norwegische Physiker Christian Birkeland untersuchte das Polarlicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erster systematisch und führte dessen filamentäre Struktur auf elektrische Ströme im Plasma zurück. In seinen berühmten Terella-Experimenten gelang es ihm sogar, ähnliche Leuchterscheinungen im Labor nachzustellen.
Wenn man elektrische Entladungen zum Beispiel in einer Plasmakugel genauer betrachtet, kann man erkennen, dass große Filamente tatsächlich aus mehreren kleinen bestehen, die umeinander geschlungen sind, aber nicht komplett miteinander fusionieren. Wenn wir uns die Bewegung von Elektronen in einem Filament ansehen, können wir den Grund hierfür erkennen. In einem Magnetfeld bewegen sich die Elektronen spiralförmig entlang der Feldlinien. Die parallele Komponente ihrer Bewegung führt dazu, dass sich zwei Filamente über größere Distanz anziehen. Aber die zirkuläre Komponente ihrer Bewegung hat einen gegenteiligen abstoßenden Effekt, der bei geringeren Distanzen an Bedeutung gewinnt. Filamente ziehen sich also zunächst auf größere Distanz an, stoßen sich aber bei zunehmender Annäherung immer stärker ab und erreichen schließlich einen Gleichgewichtszustand. Man erhält zwei umeinander gewundene Filamente. Dieser Pinch-Effekt ist auf kosmischer Ebene von größter Bedeutung, da weit verteiltes Plasma auf solche Weise sehr effizient verdichtet werden kann. Für die gewundene Helixform von Birkelandströmen gibt es heute viele Beobachtungsbeispiele. Das Wissen um den Pinch-Effekt kann uns helfen, die Evolution von Galaxien, die im vorangegangenen Kapitel vorgestellt wurde, besser zu verstehen. Wir wissen aus Experimenten, dass bei konzentrierten elektrischen Entladungen, zum Beispiel in einem Plasmafokus, eine Art Kugelblitz entstehen kann. Solche Kugelblitze werden auch Plasmoide genannt. Es macht nun durchaus Sinn, Quasare als kosmische Plasmoide zu betrachten, die im Zentrum einer Galaxie, wie in einem Plasmafokus, erzeugt werden. Aus Experimenten weiß man, dass das Magnetfeld, welches das Plasmoid zusammenhält, mit der Zeit zu kollabieren beginnt. In der Folge schießen zwei Materiejets entlang der Rotationsachse aus dem Plasmoid. Auf kosmischer Ebene könnte diese Phase, in der der Quasar instabil wird, den Übergang zu sehr aktiven Röntgen- und Radiogalaxien darstellen. Hier sehen wir die berühmte Radiogalaxie Cygnus A. Der kleine Punkt im Zentrum ist der galaktische Kern. Zwei Jets schießen hervor und bilden dort, wo das Magnetfeld schwächer wird, riesige Plasmawolken. Mit ihnen beginnt die zweite Phase im Leben einer Galaxie. Der amerikanische Plasmaphysiker Dr. Anthony Parrott simulierte bereits Mitte der 80er Jahre die Bildung von Galaxien aus zwei Plasmawolken dieser Art. Sehen wir uns im Folgenden die Entstehung einer Spiralgalaxie aus eben diesen Plasmawolken an. Nachdem der einstige Quasar in der Mitte fast gänzlich kollabiert ist, beginnen die beiden Plasmawolken aufgrund des Pinch-Effektes, also der gegenseitigen Anziehung ihrer Magnetfelder, aufeinander zuzutreiben. Die Bewegung des Plasmas im nur noch schwachen primären Magnetfeld des kollabierten Quasars führt dazu, dass die positiven Ionen und negativen Elektronen des Plasmas in entgegengesetzte Richtungen getrieben werden. Die Ionen sind dabei sehr viel massereicher als die Elektronen, was dazu führt, dass die Wolken beginnen, wie Billardkugeln zu rollen. Das Zentrum des Elektronenstroms in den beiden Wolken verschiebt sich und damit auch die sekundären Magnetfelder, was letztlich zur Rotation der Wolken umeinander führt. Die beiden Plasmawolken zeigen also bereits zu diesem frühen Zeitpunkt äußerst komplexe Bewegungen, die auch tatsächlich beobachtet werden, aber nur schwer von Gravitationsmodellen erklärt werden können. Dort treiben die beiden für elektrisch neutral gehaltenen Gaswolken schlicht aufeinander zu und beginnen vielleicht noch sich zu umkreisen. Aber ihre Eigenrotation ist nicht zu erklären. Sie wird einfach von Anfang an vorausgesetzt und in die Simulation hineinprogrammiert. Da die elektromagnetischen Kräfte im Innenbereich der Plasmawolken stärker sind als im Außenbereich, werden die Wolken gestreckt, wobei sich die typischen Spiralarme bilden. Aufgrund der stärker werdenden Abstoßung bei zunehmender Annäherung durchdringen sich die Plasmawolken nicht, sondern bleiben ein Stück weit voneinander getrennt. Im Zentrum bildet sich eine Art magnetisches Kissen, welches später möglicherweise als neuer Plasmafokus dient, um weitere kleine Quasare zu erzeugen. Der Pinch-Effekt hält die neue Spiralgalaxie also als Ganzes zusammen, verhindert aber gleichzeitig ein völliges Verschmelzen der beiden anfänglichen Plasmawolken. Man erhält schließlich eine Plasmagalaxie,
die haargenau die komplexen Rotationseigenschaften besitzt, die auch bei echten Galaxien beobachtet werden. Hier kann man das Wechselspiel der Plasmawolken am Beispiel der Struktur von Birkelandströmen nachvollziehen. Die Evolution der Plasmawolken vollzieht sich analog zu der stromleitender Filamente. Dass dies nicht nur realitätsferne Computersimulationen sind, sondern durchaus akkurate, wenn auch vereinfachte Darstellungen natürlicher Phänomene, kann man an den Plasma-Experimenten des amerikanischen Physikers Winston Bostick erkennen, der in seinem Labor eben solche Plasmawolken in einem Magnetfeld aufeinander schoss und dabei die typischen Spiralstrukturen von Galaxien beobachtete. Man kann an diesen Mini-Galaxien eine der besonderen Eigenschaften von Plasmaphänomenen erkennen, nämlich ihre enorme Skalierbarkeit. Mit zunehmender Größe verändert sich der Charakter der Strukturen nicht. Nur die Zeitspannen passen sich den Größenordnungen an. Was in unseren Laboren nur Sekundenbruchteile dauert, kann auf kosmischer Ebene Millionen von Jahren in Anspruch nehmen. Im vorangegangenen Kapitel wurde vermutet, dass die gelblichen Galaxien in Stevens Quintet einst als Quasare aus der blauen Galaxie hervorgingen. Es scheint des Weiteren, dass sich zwei der Quasare aufgrund des Pinch-Effektes annäherten und dabei sind, eine Spiralgalaxie entstehen zu lassen. Dr. Anthony Parrott bediente sich bei seinen Computersimulationen der Plasmawolken ausschließlich der Maxwell'schen Gleichungen des Elektromagnetismus. Die Gravitation wurde vollständig ignoriert. Es ist nicht verwunderlich, dass die Gravitation keine Rolle zu spielen hatte. Die elektromagnetischen Kräfte sind mindestens 10 hoch 36 mal stärker als die Gravitation. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, dass man die Schwerkraft schon mit kleinen Magneten leicht überwinden kann, obwohl die gesamte Masse der Erde dem entgegenwirkt. Sobald elektromagnetische Kräfte auf den Plan treten, spielt die schwächste aller Kräfte, die Gravitation, keine Rolle mehr. Neben den komplexen Rotationseigenschaften konnten auch die beobachteten Magnetfelder von Galaxien in Parrots Simulationen nachgestellt werden. Hier sehen wir die Entwicklung der Magnetfelder zweier Plasmafilamente schematisch dargestellt. Parrots simulierte Plasmagalaxien zeigten bis ins Detail die gleichen Charakteristika wie echte, beobachtete Magnetfelder. Neben den Rotationseigenschaften und Magnetfeldern löst das Modell der elektrischen Galaxien ein weiteres Problem der Gravitations- und Urknallkosmologie. In den 60er Jahren wurden die Umlaufgeschwindigkeiten von Sternen in Galaxien gemessen. Genau wie es bei den Planeten des Sonnensystems der Fall ist, erwartete man auch bei den Sternen der Galaxien, dass ihre Geschwindigkeit mit zunehmender Entfernung zum Zentrum abnehmen würde. Aber das ist nicht der Fall. Sie bleibt vielmehr ab einer gewissen Entfernung konstant, was in direktem Widerspruch zu Newtons und Einsteins Gravitationsgesetzen steht. Um dieser Beobachtung, die die Gravitationskosmologie seinerzeit in arge Bedrängnis brachte, irgendwie wegerklären zu können, erfand man die dunkle Materie. Wenn man nur genug Masse um die Galaxie herum verteilen würde, bekäme man irgendwann die beobachteten Geschwindigkeiten der Sterne hin. Natürlich zog die Erfindung der dunklen Materie weitere Probleme nach sich, sodass auch noch dunkle Energie erfunden werden musste, um den Effekt der dunklen Materie im Großen auszugleichen. Man landete letztlich bei dem gegenwärtigen Modell, welches nur 4% echte, beobachtete Materie enthält. All das nur, weil man den Elektromagnetismus nicht beachtet hatte und somit die extrem schwache Gravitation auf Gedeih und Verderb stärker machen musste. Im elektrischen Modell sind die konstanten Sterngeschwindigkeiten in Galaxien hingegen ganz einfach zu erklären, und zwar ohne annehmen zu müssen, dass 96% aller Materie fremdartig und unbeobachtbar seien. Wie die Radioastronomie offenbart, reicht das Plasma einer Galaxie sehr viel weiter als die sichtbaren Sterne. Dieses Plasma bildet ein leitfähiges Medium, welches sich im galaktischen Magnetfeld dreht. Das Ganze funktioniert analog zu einem Unipolarmotor oder Generator, wie er zuerst von Michael Faraday entwickelt wurde. Aus diesem wohlbekannten elektrischen Phänomen ergeben sich weitere Einsichten in die Natur der Galaxien. Analog zum Unipolargenerator entstehen gewaltige elektrische Ströme im galaktischen Plasma, die entlang der Spiralarme ins Zentrum fließen. Die dabei entstehenden sekundären Magnetfelder verdichten das Plasma durch den Pinch-Effekt weiter, wodurch letztlich Sterne entstehen. Wir werden im übernächsten Kapitel näher darauf eingehen. Die im galaktischen Zentrum, im Bereich des magnetischen Kissens, zusammenfließenden elektrischen Ströme kreieren dort Plasmoide,
die, wenn sie kollabieren, einmal mehr filamentäre, helixförmige Jets entstehen lassen. Die heutige Astronomie liefert beeindruckende Beobachtungen solcher Jets. Dies ist zum Beispiel der passend benannte Doppelhelixnebel. Vor kurzem wurden solche elektrischen Jets auch für unsere eigene Galaxie nachgewiesen. Kosmologen zeigten sich ratlos, ob der Herkunft der Elektronen. Diese elektrischen Ströme sind aber alles andere als rätselhaft, wenn man die elektrische Natur der Galaxien erkannt hat. Ein weiteres Beispiel liefert die ESA, auf deren Webseite man diese Illustration von gewaltigen, gewundenen Plasmajets finden kann. Allerdings sucht man das Wort Plasma vergebens, denn es wird sich wie immer größte Mühe gegeben, dieses Tabuwort der Gravitationskosmologie zu vermeiden. Stattdessen wird verschleiernd von molekularem Gas gesprochen. Die beim Kollaps eines oder mehrerer Plasmoide aus dem Zentrum herausgeschossenen Elektronen fließen in der Folge entlang der galaktischen Magnetfeldlinien in die Spiralarme zurück, wo sie den Stromkreis schließen. Und nun kommen wir zurück zu den konstanten Umlaufgeschwindigkeiten der Sterne. Die sekundären Magnetfelder der Arme wirken wie rigide Spiralen, die das gesamte Plasma gleichförmig bewegen. Hier herrscht der Elektromagnetismus, der unvergleichlich viel stärker ist als die Gravitation und das Plasma einer Galaxie samt ihrer Sterne leicht zusammenhalten und als kompakte Einheit bewegen kann. Die Rotation von Galaxien könnte sich also aus einem einfachen Grund nicht an Newtons und Einsteins Gravitationsgleichungen halten, weil Gravitation auf galaktischer Ebene praktisch keine Rolle spielt. Schwarze Löcher wurden einst in die Kosmologie eingeführt, um den scheinbar gigantischen Energieausstoß von Quasaren zu erklären, der möglicherweise einfach auf einer Fehleinschätzung der Entfernung beruht. Und diese fiktiven schwarzen Löcher wurden dann später wieder herangezogen, als man extrem dynamische Prozesse in den Zentren von Galaxien entdeckte. Aber auch hier hat das Modell des Plasmaversums keine Verwendung für diese irrationalen Ungeheuer. Die elektrischen Ströme der Spiralarme fließen im Zentrum zusammen, wo sie das dortige Plasma extrem stark aufheizen und wo gewaltige magnetische Kräfte herrschen. Dass in einer solchen elektromagnetischen Stressregion eine gewaltige Dynamik herrschen muss, versteht sich von selbst. Die beobachteten großen Sternengeschwindigkeiten im Zentrum unserer Galaxie könnten sehr wohl die Folge der Anwesenheit eines Plasmoids sein. Supermassive schwarze Löcher sind völlig überflüssig. Galaxien sind definitiv keine Ansammlungen neutraler Gase. Sie werden daher wohl nicht durch die hoffnungslos schwache Gravitation zusammengehalten, die obendrein durch erfundene dunkle Materie künstlich stärker gemacht werden muss. Plasmagalaxien könnten vielmehr Produkte in einem gigantischen kosmischen Entladungsprozess sein. Die filamentäre Struktur der sichtbaren Galaxiencluster, die eine echte Beobachtung ist, weist direkt auf einen solchen elektrischen Prozess hin. Sie zeigt die Skalierbarkeit von Plasmaphänomenen, die, wenn man so will, fraktale Natur elektrischer Entladungen. Bevor wir eine Stufe hinuntersteigen auf der kosmischen Treppe und uns einige Sterne genauer ansehen, muss noch eine Beobachtung auf der galaktischen Ebene geklärt werden. Die kosmische Hintergrundstrahlung gilt neben der Rotverschiebung als zweites Standbein der Urknalltheorie. Im Zuge unserer Betrachtung des elektrischen Modells ist diese Strahlung kein Echo eines Urknalls, sondern eine direkte Konsequenz des allgegenwärtigen Plasmas. ...1965 entdeckten die Physiker Arno Penzias und Robert Wilson bei ihren Experimenten zufällig ein schwaches Störsignal, welches als kosmische Hintergrundstrahlung bekannt wurde. Diese Strahlung besteht aus Mikrowellen, die sehr gleichmäßig aus allen Richtungen auf die Erde treffen. Hier sehen wir eine Karte der Strahlung, der eine Temperatur von etwa 2,7 Grad Kelvin zugeschrieben wird. Der völligen Gleichförmigkeit halber nennt man dies den Monopol. In der Urknallkosmologie soll es sich hierbei um das Glühen der heißen Materie im etwa 370.000 Jahre alten Ballonuniversum handeln. Die ausgesandte, damals extrem starke Strahlung soll über die Jahrmilliarden durch eine Rotverschiebung um den Faktor Z gleich 1100
auf das heute beobachtete Mars heruntergedämpft worden sein. Als diese Mikrowellenstrahlung in den 60er Jahren entdeckt wurde, konnte man sich kaum vorstellen, was, abgesehen von einer gigantischen Explosion, eine solche Strahlung hervorbringen könnte. Von den großen Mengen kosmischen Plasmas wusste man ja nicht viel. Dieses Unwissen, gepaart mit dem Wunsch, unbedingt ein Echo des Urknalls ausfindig zu machen, führte zunächst bei vielen Kosmologen zur Überzeugung, man habe nun einen stichhaltigen Beweis für den Urknall gefunden. Aber nachdem die Radioastronomie in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr interstellares und intergalaktisches Plasma aufgespürt hatte, schien es durchaus möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass gerade dieses uns umgebende Plasma die Mikrowellenstrahlung erzeugen könnte. Ende der 80er Jahre untersuchten die Plasmaphysiker Anthony Parrott und Eric Lerner diese Möglichkeit genauer. Wenn sich die Elektronen eines Plasmafilaments spiralförmig in einem Magnetfeld bewegen, senden sie, wie jedes beschleunigte Teilchen, sogenannte Synchrotronstrahlung aus. Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz besagt, dass jedes Objekt, das Strahlung einer bestimmten Frequenz aussendet, auch fähig ist, Strahlung dieser Frequenz zu absorbieren. Das bedeutet, dass die Elektronen des uns umgebenden Plasmas Mikrowellenstrahlung von Sternen und Galaxien aufnehmen und in alle möglichen Richtungen abstrahlen können. Daraus entsteht nach einiger Zeit ein gleichmäßiger Mikrowellennebel. Dieser wäre folglich ein sehr lokales Phänomen und man sollte in einem solchen Fall besser von einer intergalaktischen Hintergrundstrahlung sprechen. Eric Lerner, der durch Beobachtung von 237 Galaxien nachweisen konnte, dass diese Galaxien kontinuierlich Mikrowellenstrahlung produzieren, fasste seine Forschungsergebnisse 1992 in seinem Buch The Big Bang Never Happened folgendermaßen zusammen. Die Hintergrundstrahlung muss tatsächlich lokal produziert werden, in der Nähe unserer Galaxie, durch ein intergalaktisches Medium, welches Strahlung absorbiert und emittiert. Der Mikrowellenhintergrund ist also nicht das Echo des Urknalls, es ist das diffuse Glühen eines Nebels aus Plasmafilamenten, das Summen des kosmischen Stromnetzes. Neben der Synchrotronstrahlung gibt es weitere Prozesse im kosmischen Plasma, die eine gleichmäßige Mikrowellenstrahlung entstehen lassen könnten. Der zuvor bereits erwähnte Jacques-Maurice Bailly stellte im Hinblick auf den Raman-Effekt fest, ILCRS, das heißt eine besondere Form der Raman-Streuung, ist nicht einfach nur eine Alternative zum Doppler-Effekt. Die durch diese Rotverschiebung verlorene Energie heißer Strahlen wird umgewandelt in eine thermale Strahlung, welche gewöhnlich bei 2,7 Grad Kelvin liegt. Auch die spezielle Form des Compton-Effektes, mit der bereits in Kapitel 1 erwähnte Dr. Brynjolfsson die kosmologische Rotverschiebung erklärt, könnte für die Hintergrundstrahlung verantwortlich sein. Er schreibt, trotz der ständig herbeizitierten Beweise und der Ansicht, nur die Urknallhypothese könne die kosmische Hintergrundstrahlung erklären, werden wir zeigen, dass die Plasma-Rotverschiebungskosmologie eine recht einfache Erklärung für den Mikrowellenhintergrund anbietet. Das intergalaktische Plasma absorbiert nach und nach die Energie der Photonen. Das Plasma verhält sich wie ein Schwarzkörper. Die freien Elektronen sind hauptsächlich für die Emission verantwortlich. Die Hintergrundstrahlung, die so durch das Plasma erzeugt wird, kann viele Male gestreut werden und wird gleichförmig und isotrop sein. Das Wissen um die großen Mengen kosmischen Plasmas führt also dazu, dass wir heute mehrere Prozesse kennen, die kontinuierlich eine gleichförmige Mikrowellenstrahlung erzeugen können, wie wir sie hier sehen. Es gibt keinen guten Grund anzunehmen, dass diese Strahlung das Überbleibsel einer riesigen Explosion von vor 14 Milliarden Jahren ist. 1977 entdeckte der amerikanische Physiker George Smoot eine minimale Unregelmäßigkeit im Monopol. Diese Unregelmäßigkeit ist der Dipol, der durch die Bewegung der Erde, des Sonnensystems und der Milchstraße im Plasma erzeugt wird. Die daraus resultierenden Temperaturschwankungen liegen im Bereich von 0,0034 Kelvin und bilden damit ein etwa 1000-mal schwächeres Signal als der Monopol. Korrigiert man für die diversen Bewegungen, bleiben noch winzigere Schwankungen im Bereich von 18 Mikrokelvin übrig, die eindeutig von der Milchstraße erzeugt werden. Mit anderen Worten, durch den dichten Nebel, den das intergalaktische Plasma erzeugt, kann man das sehr schwache Glühen des Plasmas unserer Galaxie erkennen. Dies zeigt uns auch deutlich, dass unsere Galaxie tatsächlich eine Mikrowellenstrahlung produziert und dass andere Galaxien dies ebenfalls tun werden. Mit diesen Ergebnissen hätte man sich zufrieden geben können, wäre da nicht die Überzeugung der Kosmologen gewesen,
dass die Mikrowellenstrahlung vom Rande ihres Ballonuniversums zu kommen hatte und gefälligst Informationen über die Entstehung der ersten Galaxien liefern sollte. Daher wurden die Satelliten COBE und WMAP gestartet, um winzigste Unebenheiten in der Hintergrundstrahlung zu messen. Hier sehen wir das Ergebnis, das der Öffentlichkeit als großer Erfolg präsentiert wird. Man sieht minimalste Unterschiede in der größtenteils homogenen Mikrowellenstrahlung. Aus diesen Unebenheiten sollen sich im jungen Universum Galaxien gebildet haben. Was jedoch sehr selten erwähnt wird, sind die enormen Computertricks, die angewendet werden mussten, um zu dieser Karte zu gelangen. Die Arbeit Pierre-Marie Robitailles ist hier von Interesse. Robitaille ist Professor für Radiologie an der Ohio State Universität und führende Kapazität auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie. Bei dieser medizinischen Untersuchungsmethode geht es nicht selten um Leben und Tod, sodass man sich Fehler bei der Datenanalyse keinesfalls leisten kann. Robitaille untersuchte die Daten der COBE und WMAP-Teams und stellte fest, dass sie nicht im geringsten den Ansprüchen gerecht werden, die er aus der Medizin gewohnt ist. Er schrieb: Das WMAP-Team muss praktisch jede Hürde, die man in der Abbildungstechnik kennt, überwinden. Vordergrundkontamination und mächtige Probleme mit dem Dynamikbereich, geringes Signal-Rausch-Verhältnis, geringer Kontrast, eingeschränkte Kenntnis des Untersuchungsobjekts, fehlende Reproduzierbarkeit und die mit all dem verbundenen Auflösungsprobleme. Das WMAP-Team versucht, die wahrscheinlichste Karte der Anisotropien zu erstellen, indem sie mathematische Werkzeuge verwenden, aber sie besitzen keine Möglichkeit, die Richtigkeit ihrer Ergebnisse zu überprüfen. Ein anderes Team könnte leicht eine eigene Karte produzieren, die, obwohl sie völlig unterschiedlich aussehen könnte, doch gleich richtig sein würde. Oder gleich falsch. Robitaille zählt so viele Probleme auf, dass sie hier nicht alle behandelt werden können. Ich möchte nur kurz auf die Verunreinigung durch das galaktische Signal eingehen. Robitaille schreibt dazu: WMAP-Karten werden erstellt, indem man versucht, eine galaktische Verunreinigung im Vordergrund zu entfernen, die 1000-mal stärker ist als das erwünschte Signal. Dies wird erreicht, ohne die Möglichkeit zu haben, das Signal an seiner Quelle zu beeinflussen und ohne a priori Wissen. Die resultierenden WMAP-Karten besitzen ein extrem niedriges Signal-Rausch-Verhältnis, Maximum 1 bis 2, und werden stark beeinflusst durch die Datenverarbeitung. Dies bedeutet, dass die beteiligten Kosmologen so tun, als wüssten sie bis ins kleinste Detail haargenau, wie das Signal der Galaxie aussieht. Durch aufwendige, jahrelange Computerberechnungen geben sie vor, das galaktische Signal entfernen zu können. Aber wie könnte irgendjemand entscheiden, ob ein Tausendstel der Strahlung aus diesem Bereich eben nicht von der Galaxie stammt, sondern vom Rande des Universums? Es ist, als ob man behaupten würde, man könne, wenn man auf der NASA-Aussichtsplattform steht, die Worte eines Astronauten beim Start des Shuttles heraushören, und das obwohl der Astronaut in Wahrheit mucksmäuschenstill ist. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build and resupply. Hinzu kommt die simple Tatsache, dass man, wenn man das Signal unserer Galaxie zu entfernen versucht, natürlich auch die Strahlung aller anderen Galaxien entfernen muss. Dies ist aber ebenfalls völlig unmöglich und wird daher auch gar nicht erst versucht. Wie Robitaille nachweist, kann das vergleichsweise gewaltige Signal der Galaxie nicht weggerechnet werden, um in Anwesenheit des übrig gebliebenen Rauschens und der Artefakte der angewandten Filter von einem minimalen, eigenständigen Signal zu sprechen. Hier sehen wir das MRI eines Handgelenks mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 40 zu 1. Das Bild ist dementsprechend recht klar. Hier ist das gleiche Bild mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 2,5 zu 1. Man sieht praktisch nichts mehr. Das Signal-Rausch-Verhältnis der WMAP-Karten liegt typischerweise in diesem Bereich. Robitaille schlussfolgert daher: Keine Karte kann von Rauschen unterschieden werden. WMAP kann nicht bestätigen, dass das beobachtete anisotropische Signal an irgendeinem Punkt nicht Rauschen ist. Die Praxis, dem Rauschen einen Signalcharakter zu bescheinigen, erschafft noch kein Signal. Diese Karte besteht nur aus Rauschen und nicht entfernten Überresten des galaktischen Signals. Auf die Ungereimtheiten in der Arbeitsweise des WMAP-Teams haben in letzter Zeit auch weitere Wissenschaftler hingewiesen. So stellten zwei chinesische Kosmologen fest: Eine erstaunliche Unstimmigkeit zwischen den kalibrierten, differenziellen, zeitgeordneten Daten der WMAP-Mission, welche den Input für die Kartenherstellung liefern,
und den Temperaturkarten der kosmischen Hintergrundstrahlung, die vom WMAP-Team veröffentlicht werden, wurde gefunden. Dies zeigt, dass es ein schwerwiegendes Problem bei der Prozedur der Kartenherstellung des WMAP-Teams geben muss. Wir finden signifikante Verzerrungen durch heiße galaktische Quellen. Es wäre sehr hilfreich, wenn das WMAP-Team seinen Prozess der Kartenherstellung gründlich überprüfen könnte, um herauszufinden, wo und wie der Fehler entsteht. Aber bis jetzt haben sie darauf bestanden, dass es keinerlei Probleme mit ihrem Resultat gibt und haben es so umgangen, mit uns darüber zu diskutieren. Die COBE und WMAP-Daten zeigen hinsichtlich des Monopols, des Dipols und der galaktischen Komponente echte Beobachtungen. Die Karten der Anisotropien hingegen sind wissenschaftlich wertlos. Sie zeigen zufälliges Rauschen und Artefakte der Galaxie, sonst nichts. Die Behauptungen des WMAP-Teams, die kleinen Schwankungen seien ein Abbild des frühen Universums, deuten im besten Fall auf einen weitreichenden Selbstbetrug der involvierten Wissenschaftler hin und schlimmstenfalls auf eine absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit, um weiterhin riesige Geldsummen für sinnlose Forschungsprojekte abzukassieren. Wir sehen hier die Strahlung eines intergalaktischen Plasmanebels, in dem wir uns bewegen und durch den hindurch wir das schwache Glühen unserer Galaxie erkennen können. Alle weiteren sogenannten Resultate sind bloße Augenwischerei. Wir sahen Galaxien als Plasmagebilde, in deren Spiralarmen gewaltige elektrische Ströme in Richtung des Zentrums fließen. Man kann die Zustände im galaktischen Plasma ein wenig mit denen in Gewitterwolken vergleichen. Unterschiedliche Bereiche der Wolken können sehr verschiedene Ladungen annehmen, woraufhin es zu elektrischen Entladungen innerhalb der Wolke kommt. Es entstehen sogenannte Wolke-Wolke-Blitze. Im Plasma einer Galaxie findet haargenau der gleiche Prozess statt, nur halt in viel größerem Maßstab und daher über sehr viel längere Zeitspannen. Am 3. September 2009 nahm das Herschel-Weltraumteleskop dieses Bild eines Plasmanebels im Sternbild Kreuz des Südens auf. Wir sehen hier die Geburt von Sternen. Die ESA spricht in ihrer Veröffentlichung dieses Bildes natürlich einmal mehr nicht von Plasma, sondern von kalten Gaswolken. Natürlich sollte man keine nennenswerte Aktivität in kalten Gaswolken erwarten. Aber die Realität ist eine andere. Die ESA stellte fest, dass ein dunkler, kühler Bereich wie dieser solche Aktivität zeigen würde, war unerwartet. Aber die Bilder zeigen eine überraschend große Menge an Vorgängen. Das interstellare Material verdichtet sich zu durchgängigen und verbundenen Filamenten, die durch das ausgesandte Licht neugeborener, unterschiedlich weit entwickelter Sterne glühen. Das Resultat ist eine Aufnahme eines unglaublichen Netzwerks von filamentären Strukturen und von Erscheinungen, die eine Kette von beinahe gleichzeitigen Sternenentstehungen nahelegen, die tief in unserer Galaxie glitzern wie Perlenketten. Wir haben es hier ganz offensichtlich und zweifellos mit Plasmafilamenten zu tun, also mit einer elektrischen Entladung. Dies ist eine spätere Detailaufnahme des Plasmanebels, die bei näherer Analyse 27 miteinander verbundene Filamente offenbart. Wir sehen einen riesigen galaktischen Wolke-Wolke-Blitz mit einer Länge von mehreren Dutzend Lichtjahren. In den einzelnen Filamenten kommt es zur Sternengeburt. Die ESA sprach in ihrem Artikel davon, dass diese jungen Sternfilamente glitzern wie Perlenketten. Das Aufbrechen eines Blitzes in voneinander getrennte glühende Plasmakugeln, also Plasmoiden, ist ein bekanntes Phänomen bei starken Gewittern. Das Plasma bildet tatsächlich eine Art Perlenkettenstruktur. Dies ist eine besondere Form des Pinch-Effektes, auf die der Plasma-Pionier Willard Harrison Bennett bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hinwies. Man nennt dies einen Z-Pinch oder eben Bennett-Pinch. Die elektromagnetische Selbstorganisation des Plasmas führt dazu, dass das Filament bei einer starken Entladung aufgespalten wird. Wir bezeichnen die entstehenden Plasmoiden auf der Erde als Kugelblitze und auf der galaktischen Ebene als Sterne. Hier sehen wir eine Detailansicht des Carina-Nebels. Man sieht deutlich, wie die Plasmafilamente in einzelne Plasmoiden aufgespalten werden. In diesem Bild sehen wir einen stellaren Materiejet, bei dem das Gleiche passiert. Sterne entstehen im Plasmaversum also nicht durch den Gravitationskollaps einer weit verteilten Staubwolke, sondern durch den elektromagnetischen Pinch-Effekt.
Sie werden in galaktischen Blitzentladungen erzeugt und leuchten aufgereiht wie Straßenlaternen. Und genau wie Straßenlaternen sind sie auf die Zufuhr elektrischen Stroms von außen angewiesen. Im Plasmaversum leuchten Sterne nicht von innen heraus durch eine hypothetische, im Labor nicht nachstellbare, fortlaufende Kernfusion. Kernreaktionen mögen vielleicht eine gute Bombe machen, aber sie sind nicht für hochgradig strukturierte Prozesse zu gebrauchen, wie wir sie auf der Sonne beobachten. Das thermonukleare Modell der Sterne entstand, wie die Urknalltheorie, in den späten 20er und frühen 30er Jahren. Und genau wie bei der Urknalltheorie, so missachtete man auch bei dem Modell der Sonne den Elektromagnetismus. Die Kernenergie war gerade entdeckt worden und groß in Mode, während die ebenfalls sehr neue Plasmaphysik ein Mauerblümchen-Dasein führte. Also versuchte man, das Verhalten der Sonne mit thermonuklearen Reaktionen zu erklären, was jedoch von Anfang an Probleme machte. Einer der Begründer dieses Modells war Arthur Eddington. Er schrieb 1926: Das Problem der Energiequelle eines Sterns wird angesprochen werden. Durch einen Prozess der Aufzehrung sind wir gezwungen, als einzig mögliche Quelle für die Energie eines Sterns eine subatomare anzunehmen. Es muss jedoch zugegeben werden, dass diese Hypothese wenig Bereitschaft zeigt, sich an die detaillierten Vorgaben der Beobachtungen anzupassen, und ein Kritiker könnte eine große Anzahl an schwerwiegenden Einwänden vorbringen. In den 70er Jahren gestand der führende theoretische Physiker Richard Feynman seinen Studenten: Unsere Gleichungen der Sonne als ein Ball aus Wasserstoffgas beschreiben eine Sonne ohne Sonnenflecken, ohne die Reiskornstruktur der Oberfläche, ohne Protuberanzen, ohne eine Korona. An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. Das thermonukleare Modell der Sterne wurde aus reiner Verlegenheit geboren. Man sah sich in den 20er Jahren gezwungen, eine Erklärung für das Leuchten der Sterne zu finden, und man griff einfach nach der erstbesten, ohne eine Ahnung von Plasmavorgängen zu haben und ohne die beobachtete Strukturiertheit der Sonne ernst zu nehmen. Ralph Jurgens, der Pionier des elektrischen Modells der Sterne, schrieb: Dem modernen astrophysikalischen Konzept, das die Energie der Sonne thermonuklearen Reaktionen tief im solaren Inneren zuschreibt, wird durch praktisch jeden beobachteten Aspekt der Sonne widersprochen. Was heute in der Gravitationskosmologie gemacht wird, ist, die Leuchtkraft der Sonne auf hypothetische Kernprozesse zu schieben und alle anderen Eigenschaften der Sonne, die absolut nicht ins Kernfusionsmodell passen, mit allerlei hingebogenen Ad-hoc-Annahmen wegzuerklären. Sehen wir uns nun den Aufbau von Sternen im Plasmaversum genauer an, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie alle beobachteten Eigenschaften der Sonne direkt aus dem elektrischen Modell folgen. Aus Laborexperimenten weiß man, dass es in elektrifiziertem Plasma natürlicherweise zu einer Trennung chemischer Elemente nach ihrem Ionisationspotential kommt. Man findet die schweren Elemente in der Nähe der Filamentachse, während sich Wasserstoff und Helium im Außenbereich des Filaments ansammeln. Diesen Prozess nennt man Marklund-Konvektion. Hannes Alvén erklärte: Elemente mit dem niedrigsten Ionisationspotential sammeln sich in der Nähe der Achse. Die Drift der ionisierten Materie aus der Umgebung hinein in das Filament bedeutet, dass das Filament wie eine Ionenpumpe wirkt, die die Umgebung leer pumpt. Und Göran Marklund, nachdem die Marklund-Konvektion benannt ist, erläutert: Während dieser nach innen gerichteten Konvektion erreichen die verschiedenen chemischen Bestandteile des Plasmas, die alle ihr spezifisches Ionisationspotential besitzen, nach und nach kühlere Regionen. Die Plasmabestandteile werden miteinander reagieren und neutral werden, wodurch sie nicht länger unter dem Einfluss der elektromagnetischen Kräfte stehen. Die Ionisationspotentiale bestimmen auf diese Weise, wo die unterschiedlichen Elemente angesammelt oder in ihrer Bewegung gestoppt werden. Die Marklund-Konvektion im Plasma weist uns direkt den Weg zum wahrscheinlichsten Aufbau von Sternen. In ihrer oberen Atmosphäre finden wir viel Wasserstoff und Helium, was zu der falschen Vorstellung führte, dass Sterne komplett aus Wasserstoff und Helium bestehen müssten. Die Plasmaphysik legt nahe, dass es in der unteren Atmosphäre vermehrt Sauerstoff und Stickstoff gibt. Darunter könnte man auf einen festen oder flüssigen Kern aus schweren Elementen wie Silizium, Magnesium und Eisen treffen. Es ist somit möglich, dass Sterne ganz ähnlich wie Planeten aufgebaut sind. Der Unterschied zu Planeten liegt neben der Größe einfach darin, dass Sterne im elektrischen Stromnetz der Galaxie zentrale Rollen einnehmen. Sterne wie unsere Sonne verhalten sich wie Anoden, das heißt wie positiv geladene Elektroden innerhalb eines Plasmaentladungsprozesses. Das Ganze mag in etwa analog zum typischen Glühen in einer Vakuumröhre funktionieren.
An den unterschiedlichen Bereichen, die im Labor identifiziert werden können, kann man den möglichen Aufbau der Sonne und des Sonnensystems nachvollziehen. Wie gesagt, fungiert die Sonne als Anode, als positiver Pol. Das galaktische Plasma, das den elektrischen Strom leitet, stellt die Kathode dar. Im Bereich der Kathode sehen wir die Glimmhaut und das negative Glimmlicht, die eingegrenzt werden von Dunkelräumen. Dieser ganze Bereich entspricht dem Sonnensystem der Heliopause. Aufgrund der insgesamt geringen Stromdichte im Sonnensystem leuchten die einzelnen Bereiche natürlich nicht. Die Struktur der Heliopause ist zwar insgesamt noch zu wenig erforscht, um etwas Definitives über sie aussagen zu können, aber die Voyager-Sonden, die sich jetzt in diesem Bereich befinden, machen doch Beobachtungen, die in der Gravitationskosmologie nicht erwartet wurden. Hier sollte der Sonnenwind einfach mechanisch auf das galaktische Plasma treffen und eine undifferenzierte Aufprallzone bilden. Aber wie die NASA im Juni 2011 mitteilte, findet man hochkomplexe zellartige Strukturen, die Gravitationskosmologen einmal mehr in arge Erklärungsnöte bringen. Die Voyager-Sonden scheinen in eine merkwürdige Region schaumiger magnetischer Blasen eingedrungen zu sein. Das ist sehr überraschend. Wir hatten nicht erwartet, einen solchen Schaum am Rande des Sonnensystems zu finden, aber er ist da. Wir versuchen noch immer, die Implikationen dieser Funde zu begreifen. In völliger Hilflosigkeit griff man zur Erklärung schnell nach den irrational verdinglichten Magnetfeldlinien der Sonne, die sich verformen und so die Zellenstruktur erschaffen sollen. Aber Magnetfeldlinien sind nur darstellerische Hilfsmittel, Symbole, keine echten Objekte. Tatsächlich ist diese zellenartige Struktur aber jedem Plasmaphysiker bekannt. Geladene Körper in einem Plasma bilden um sich herum eine schützende Plasmahülle, sehr ähnlich einer lebendigen Zellwand. Eine solche Plasmazellwand wird nach ihrem Entdecker Irvin Langmuir eine Langmuir-Plasmahülle genannt. Heute haben sich auch die Bezeichnungen Plasma-Doppelschicht und der englische Ausdruck Double Layer eingebürgert. Eine solche Plasma-Doppelschicht enthält praktisch den gesamten Ladungsunterschied zwischen dem geladenen Objekt und dem umgebenden Plasma. Hannes Alfvén, der als erster die kosmologische Bedeutung dieser Phänomene erkannte, war der Meinung, dass Plasma-Doppelschichten als eigenständige astronomische Objekte klassifiziert werden sollten. Auf Wikipedia lesen wir über Double Layer. Eine Doppelschicht ist eine Struktur in einem Plasma, die aus zwei parallelen Schichten mit entgegengesetzten elektrischen Ladungen besteht. Die Ladungsschichten erzeugen ein starkes elektrisches Feld und eine zugehörige abrupte Änderung der Ladung innerhalb der Doppelschicht. Ionen und Elektronen, die in die Doppelschicht eindringen, werden durch das elektrische Feld beschleunigt, gebremst oder abgelenkt. Allgemein trennen Doppelschichten Plasmaregionen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Doppelschichten findet man in vielen Arten von Plasmen, von Vakuumröhren über Weltraumplasma bis hin zu den Birkelandströmen, die die Polarlichter der Erde antreiben, und sie kommen besonders häufig in stromleitenden Plasmen vor. Was die Voyager-Sonden heute messen, sind die Doppelschichten in dem Bereich, der das Plasma des Sonnensystems vom galaktischen Plasma trennt. Da Gravitationskosmologen keine passenden Worte für Plasmaphänomene besitzen, müssen sie halt kindliche Vergleiche mit magnetischen Blasen und Schaum anstellen. Double Layer findet man, wie der Wikipedia-Artikel richtig bemerkte, nicht nur als Hülle um geladene Objekte herum. Sie bilden sich im Plasma auch als Folge von Instabilitäten im Stromfluss. Der Z-Pinch, der Sterne entstehen lässt, ist eine solche Instabilität. Hier sehen wir, dass der Z-Pinch eine Art Sanduhrenstruktur im Plasma bildet. Diese Aufnahme zeigt die elektrische Natur der Sterne vielleicht besser als jede andere. Wir sehen die filamentären Plasmazylinder, den im Zentrum des Z-Pinches entstandenen Stern und polare Double Layer. Die sind keine Schockwellen, wie in der Gravitationskosmologie angenommen wird, sondern selbstleuchtende Plasma-Doppelschichten, die den positiv geladenen Stern vom negativ geladenen galaktischen Plasma trennen. Double Layer können über lange Zeiträume stabil bleiben, aber sie können unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel wenn die Stromstärke abrupt zunimmt
auch kurz geschlossen werden und explodieren. Das Ergebnis sind beeindruckende Plasmanebel. In einer Vakuumröhre folgt auf den Faradayschen Dunkelraum die positive Säule. Dies ist der Bereich, in dem sich die Planeten befinden. Der sogenannte Sonnenwind, der in Wahrheit kein neutraler Wind, sondern ein Plasma ist, glüht aufgrund der geringen Stromdichte ebenfalls nicht. Die positive Säule zeichnet sich dadurch aus, dass sie beinahe elektrisch neutral ist, das heißt, man findet hier etwa gleich viele Elektronen und positive Ionen. Man spricht von Quasi-Neutralität. Die elektrische Feldstärke ist daher sehr gering, aber nicht null. Im Bereich des Anoden-Glimmlichts wird das Verhalten des Sonnenplasmas sehr komplex. Die Korona ist der Bereich, in dem das Plasma zu leuchten beginnt. Es zeigt die typische filamentäre Struktur von Birkelandströmen, die wir auch vom Nordlicht kennen. Wenn es bei einer elektrischen Entladung in einem Plasma keine genau abgegrenzte Kathode gibt, wenn Elektronen also einfach aus allen Richtungen zur Anode driften, wie es zum Beispiel bei diesem Draht der Fall ist, dann spricht man von einer koronaren Entladung. Genau das ist die Korona der Sonne. Sie zeigt eindeutig, dass das Glühen der Sonne ein elektrisches Phänomen ist, dessen Energie von außen kommt. Die galaktischen Elektronen, die zuvor in der positiven Säule lediglich langsam drifteten, werden in der Korona stärker Richtung Sonne beschleunigt. Gleichzeitig werden die positiven Ionen des Sonnenwindes in die entgegengesetzte Richtung getrieben. Ein Rätsel der Standardkosmologie ist immer noch, weshalb die Geschwindigkeit des Sonnenwinds auf seiner Reise stetig zunimmt. Im elektrischen Modell ist die Antwort denkbar einfach. Das schwache elektrische Feld im Bereich der positiven Säule sorgt dafür, dass die Ionen des Sonnenwindes kontinuierlich beschleunigt werden. Auf die gleiche Weise machen wir es in irdischen Teilchenbeschleunigern auch. Wenn die Sonne kein elektrisches Objekt wäre, würden wir ganz sicher keinen beschleunigten Sonnenwind und keine Korona beobachten. Wenn wir uns der Sonne weiter nähern, gelangen wir in den Bereich der Chromosphäre. Sie ist das eigentliche Anoden-Glimmlicht. Hier stoßen wir ebenfalls auf Double Layer. Der enorme Temperatursprung von der Chromosphäre zur Korona ist ein deutliches Anzeichen für die Anwesenheit von Double Layern. Alwin vermutete, dass Doppelschichten auf solarer Ebene für die Ausbildung von Protuberanzen verantwortlich seien. Double Layer behindern den Stromfluss in einem Plasma, wie man zum Beispiel an diesen Bildern eines stellaren Jets erahnen kann. Das Ganze kann in etwa mit einem mechanischen Stromkreisunterbrecher verglichen werden, wie wir ihn hier sehen. Wird er geöffnet, kommt es zu einer beeindruckenden Bogenentladung. Auf der Sonne sehen wir ständig solche Bogenentladungen, die hier sekundären Magnetfeldern folgen. Wenn die involvierten Doppelschichten instabil werden, können sie explodieren und dabei große Mengen Plasma nach außen schleudern. Kosmische Plasma-Doppelschichten sind darüber hinaus auch bei anderen Betrachtungen wichtig. Sie können durch ihr starkes elektrisches Feld alle Arten von Strahlung, vom Radiowellen bis in den Gammawellenbereich erzeugen und funktionieren wie Teilchenbeschleuniger. Nicht schwarze Löcher oder andere Undinger der Gravitationskosmologie beschleunigen Teilchen auf beinahe Lichtgeschwindigkeit, sondern Plasma-Doppelschichten. An die Chromosphäre schließt sich die sichtbare Oberfläche der Sonne an, die Photosphäre. Hier treffen wir auf das, was Richard Feynman die hochgradig geordnete Reiskornstruktur nannte. Und wie Feynman auch eingestand, hat diese Beobachtung keinen Platz im thermonuklearen Modell der Sonne. Hier sollte man einfach eine turbulente Konvektion erwarten, ähnlich wie kochendes Wasser auf einem Herd. Im elektrischen Modell sieht das ganz anders aus.
Die granulare Struktur der Photosphäre zeigt alle Merkmale eines sekundären Plasmaphänomens. Da die eigentliche Oberfläche der Sonne offenbar nicht groß genug ist, um den elektrischen Input der Galaxie durch eine simple Glühentladung in der Chromosphäre zu verarbeiten, bildet sich hoch in der solaren Atmosphäre ein sekundäres, büschelförmiges Plasma. Diese Anodenbüschel oder Granulen nehmen die uns nun schon bekannte Form gewundener Filamente an. Hier kann man diese Windungen erahnen. Die Ausbildung eines solchen sekundären Entladungsgebildes hat eine sehr vorteilhafte Funktion für unser Überleben. Auf ihrer Reise durch das galaktische Plasma gelangt die Sonne zwangsläufig in Bereiche unterschiedlicher Stromdichte. Eigentlich müsste ihre Leuchtkraft dadurch stark variieren, und dies ist auch tatsächlich im Röntgenbereich des Spektrums der Fall. Hier sehen wir die Produktion von Röntgenstrahlen während eines Zeitraums von 4 Jahren. Mal ist die Sonne fast komplett dunkel, mal hell erleuchtet. Die Leuchtkraft im für uns so wichtigen sichtbaren Spektrum variiert längst nicht so stark. Wenn wir uns das elektrische Potenzial der positiven Ionen ansehen, die die Sonnenoberfläche verlassen, können wir den Grund hierfür erkennen. Die Photosphäre wirkt wie eine Barriere, die von den Ionen aus dem Sonneninneren erst überwunden werden muss. Man kann sich dies wie einen Staudamm vorstellen. Die Menge des zufließenden Wassers kann variieren, aber die Schleusen lassen immer nur eine recht gleichbleibende Menge entweichen. Nachdem die Ionen diese Barriere überwunden haben, rollen sie sozusagen den Chromosphärenabhang hinunter. Sie werden beschleunigt, was in der Korona zu Turbulenzen führt. Diese Turbulenzen messen wir als extrem hohe Temperatur. Eine andere Beobachtung der Photosphäre hat mit dem Licht zu tun, das sie aussendet. Mit heutigen Methoden kann man im solaren Spektrum bis zu 50.000 Absorptionslinien nachweisen. Insgesamt sind 67 der 92 natürlich auf der Erde vorkommenden Elemente in der Photosphäre zu finden. Dies entspricht nicht den Vorhersagen des Standardmodells. Woher kommen all die schweren Elemente der Photosphäre? Im elektrischen Modell ist davon auszugehen, dass die Elemente an Ort und Stelle synthetisiert werden, und zwar während starker elektrischer Entladungen. Wir haben solche elektrischen Kernfusionen bereits in der sogenannten Z-Maschine hier auf der Erde nachgestellt. In der sehr viel extremeren Umgebung der Sonnenatmosphäre könnte eine Nukleosynthese kontinuierlich stattfinden. Eine weitere Beobachtung, die im thermonuklearen Modell nur unzureichend erklärt werden kann, sind die Sonnenflecken. Die Anodenbüschel der Photosphäre verschwinden und wir können tiefer in die Sonne hineinsehen. Völlig konträr zum thermonuklearen Modell messen wir hier eine geringere Temperatur als im äußeren Bereich der Photosphäre, was direkt darauf hindeutet, dass die Energie, die die Sonne antreibt, eben nicht von innen, sondern von außen kommt. Der mit Abstand heißeste Bereich ist die Korona mit Temperaturen von bis zu 2 Millionen Grad. Das elektrische Modell bietet als eine mögliche Erklärung für die Sonnenflecken folgende an. Um die Sonne herum gibt es ein donutförmiges Plasmoid. Solche Plasmoiden speichern elektrische Energie, die sie dann in periodischen Abständen abgeben. Christian Birkeland konnte ähnliche Sonnenflecken bereits vor über 100 Jahren in seinen Terrella-Experimenten erzeugen. Wenn wir den blauen Graph umdrehen, sehen wir, dass die Photosphäre wie eine Wanne oder Falle für Elektronen wirkt. Elektrische Ströme vom Plasmoid schlagen ein Loch in die Photosphäre, indem sie diese Wanne auffüllen, wodurch die Büschel verschwinden und ein verstärkter Energiefluss entsteht. Deshalb leuchten die Sonnenflecken im Ultravioletten besonders stark, obwohl sie im sichtbaren Licht dunkler wirken. Alle solaren Phänomene können erklärt werden, wenn man annimmt, die Sonne fungiere als Anode in einem galaktischen Entladungsprozess. Und was für die Sonne gilt, kann auf alle Sterne ausgeweitet werden. Dies ist das Hertzsprung-Russell-Diagramm, welches die Verteilung von Sternen anhand ihrer Temperatur und Helligkeit zeigt. Es beruht auf echten Beobachtungen, daher muss jedes Modell der Sterne dieses Diagramm erklären können. Die X-Achse ist in der üblichen Darstellung invertiert. Die Temperatur nimmt nach rechts hin ab. Stellt man die Skala vom Kopf auf die Füße, erhält man ein Diagramm, das große Ähnlichkeit mit diesem bereits zuvor gesehenen Plasmadiagramm besitzt. Da Sterne wie unsere Sonne als positiv geladene Plasmakugeln in einem galaktischen Entladungsprozess verstanden werden können, ist die Ähnlichkeit der beiden Diagramme weder zufällig noch überraschend. Die Größe, Dichte und der Ionisationsgrad von Sternen können variieren, genau wie der elektrische Input aus der Galaxie. Daraus ergeben sich eben alle möglichen Leuchtzustände von Plasma.
von den nur sehr schwach elektrifizierten, kaum glühenden braunen Zwergen über Mittelklasse-Sterne wie unsere Sonne, die aufgrund stärkerer Elektrifizierung eine leuchtende sekundäre Plasmaschicht ausbilden, bis hin zu den extrem stark elektrifizierten Riesensternen, die im blau-weißen Blitzlicht einer elektrischen Bogenentladung scheinen. Solche blauen Riesen finden sich hauptsächlich verteilt um das Zentrum der Spiralarme unserer Galaxie, wo die elektrischen Ströme eben am stärksten sind. Die Dreigeteiltheit mit scharfen Trennungen im Hertzsprung-Russell-Diagramm könnte zu tun haben mit den bekannten Diskontinuitäten einer Plasmaentladung an einer Anode. Die einzelnen Leuchterscheinungen gehen nicht fließend ineinander über. Die typische Glühentladung steigert sich bis zu einem gewissen, individuell definierten Punkt. Nachdem dieser Punkt überschritten wird, ändert sich die Art der Leuchterscheinung sprungartig. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm zeigt diese Sprünge ganz deutlich. Am einen Ende finden wir die braunen Zwergsterne, die sich von großen Gasplaneten wohl nur durch die Stärke des elektrischen Inputs, dem sie ausgesetzt sind, unterscheiden. Im thermonuklearen Modell gibt es eine klare Mindestgröße, die Sterne erreichen müssen, damit sich das nukleare Feuer in ihnen entzünden kann. Man sollte also eine klare Trennung zwischen großen Gasplaneten und kleinen Sternen sehen. Aber seit Jahren findet man immer mehr Sterne, die nicht viel größer als der Jupiter sind und doch schwach glühen. Erst vor kurzem wurde ein brauner Zwerg auf Zimmertemperatur gefunden. Die Übergänge zwischen Planeten und Sternen sind somit absolut fließend, was ein weiterer Nagel in den Sarg des thermonuklearen Modells ist, aber wunderbar ins elektrische Bild passt. Braune Zwerge glühen in einem schwachen rötlichen Licht, während sich Gasplaneten wie der Jupiter oder Saturn im sogenannten Dunkelmodus befinden. Hier reicht der elektrische Input nicht aus, um sichtbares Licht zu erzeugen. Wir empfangen lediglich Radiowellen. So hört sich das schwache elektrische Summen des Saturn an. Ein weiteres Rätsel der modernen Gravitationskosmologie sind Sterne, die ihre Größe rapide verändern. Dies liegt im elektrischen Modell einfach daran, dass die Größe der sichtbaren Glühentladung vom elektrischen Input abhängig ist. Wenn ein Stern die Menge der auf ihn einströmenden galaktischen Elektronen nicht durch eine simple Glühentladung bewältigen kann, bildet sich die sekundäre Plasmaschicht, die wir Photosphäre nennen. Sie kann sich abhängig von der Stromdichte dynamisch ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn Sterne in der Größe variieren, variiert also eigentlich nur die Plasmaentladung in ihrer Atmosphäre, nicht der gesamte Stern. Gewaltige rote Riesensterne sind somit nicht unbedingt kompakte Objekte. Ihre Photosphäre könnte sich einfach in einem relativ großen Abstand zum Rest des Sterns befinden. Es scheint sogar möglich, dass Planeten innerhalb der Photosphäre eines roten Riesens kreisen könnten. Die Ausdehnung der Photosphäre kann sich bei zunehmender Stromdichte nicht beliebig fortsetzen. Ab einem gewissen Punkt beginnt der Stern, in den Lichtbogenmodus zu wechseln und extrem heiß und hell zu leuchten. Ist die Stromdichte auch weiterhin zu groß für den Stern, kann es zu einer explosionsartigen Spaltung, einer sogenannten Nova, kommen. Hierbei teilt sich der Stern, sodass zwei kleinere entstehen, die gemeinsam eine größere Oberfläche besitzen als ihr Vorgänger und dadurch besser mit dem elektrischen Input fertig werden. Dies könnte der Grund dafür sein, dass wir so viele Doppelsternsysteme sehen. Von unseren 100 hellsten Nachbarsternsystemen sind 40 Doppel-, 15 Dreifach- und 5 Vierfachsternsysteme. Es könnte auch der Grund dafür sein, dass wir sehr viele große Gasplaneten entdecken, die sehr nah um ihren Stern kreisen. Hier reichte der elektrische Input nach der Teilung nicht mehr aus, um den Gasplaneten in einen braunen Zwergstern zu verwandeln. Wir sehen somit, dass wir im elektrischen Modell eine große Variabilität im Erscheinungsbild von Sternen erwarten sollten, was auch tatsächlich beobachtet wird. Viele sehr variable Sterne verhalten sich überhaupt nicht so, wie das gleichmäßig ablaufende thermonukleare Modell es gerne hätte. Eines der größten Probleme der Gravitationskosmologie hat mit solchen Sternen zu tun, die ihre Helligkeit in ultrakurzen Abständen verändern. Diese schnell blinkenden Sterne werden Pulsare genannt. Um ihre extreme Variabilität im Standardmodell erklären zu können, muss man diesen Sternen magische Eigenschaften unterstellen. Sie sollen, ähnlich wie Leuchttürme, fokussierte Lichtstrahlen aussenden und sich dabei wahnsinnig schnell drehen. Wenn ein solcher Lichtstrahl Richtung Erde zeigt, sehen wir ihn als periodisches Aufblinken.
Allerdings fand man schnell Pulsare, die mehrmals pro Sekunde aufleuchten. Der Pulsar im Krebsnebel blinkt zum Beispiel 30 Mal pro Sekunde und weitere Pulsare wurden gefunden, die über 1000 Mal pro Sekunde aufblinken. Kein normaler Stern kann sich so schnell drehen, ohne auseinanderzufliegen. Anstatt aber das thermonukleare Modell der Sterne in Frage zu stellen, erfand man ganz einfach die Neutronensterne. Sie sollen alte Sterne sein, die bis auf wenige Kilometer Durchmesser zusammengeschrumpft sind, wobei Protonen und Elektronen zu Neutronen zusammengepresst worden sein sollen. Diese Neutronensterne drehen sich angeblich so schnell wie Zahnbohrer und das bei einer Masse, die einem Vielfachen der Sonne entsprechen soll. So wie schwarze Löcher nur herangezogen wurden, um den scheinbaren Energieausstoß der angeblich extrem weit entfernten Quasare zu erklären, und so wie dunkle Materie nur erfunden wurde, um die Rotation und Entstehung von Galaxien erklären zu können, so wurden nun Neutronensterne erfunden, um sehr variable Sterne zu erklären. Aus irdischen Laborexperimenten ist bekannt, dass man Neutronen ohne Protonen nicht stabil zusammenfügen kann. Oberhalb eines Verhältnisses von etwa 1,5 Neutronen zu einem Proton wird der Atomkern instabil und überschüssige Neutronen zerfallen in Protonen und Elektronen. Nichtsdestotrotz wird in der Kosmologie auch weiterhin von Neutronensternen gesprochen, die gänzlich aus sogenanntem Neutronium bestehen sollen und damit in direktem Konflikt zu allen Laborerfahrungen stehen. Alles nur, weil man ein Material braucht, das die angeblichen Rotationsgeschwindigkeiten von Pulsaren überstehen kann, ohne auseinanderzufliegen. Das elektrische Modell der Sterne braucht keine unphysikalischen Erfindungen, um die hohe Variabilität von Pulsaren zu erklären. Seit Jahrzehnten stellen Elektroingenieure sogenannte Kippschwing-Oszillatoren her, die genau die gleiche Art von Pulsen zeigen, die auch bei den Pulsaren beobachtet werden. Ein Kippschwinger ist schnell gebaut. Er besteht aus einer Stromquelle, die im Kosmos von den galaktischen Birkelandströmen gestellt wird. Sie lädt einen Kondensator auf, der im All von der Plasmahülle eines Sterns gebildet wird. Hier wird die elektrische Energie gespeichert, bis sie bei einem individuellen, aber sehr präzisen Grenzwert schlagartig abgegeben wird. Es kommt zu einer Art periodischer Blitzentladung. Diese stellaren Blitzentladungen in extrem kurzen Zeiträumen weisen darauf hin, dass der Stern unter großem elektrischem Stress steht. Die Anwesenheit eines zweiten Sterns kann solchen Stress auslösen. Und tatsächlich werden mit verbesserten Beobachtungsmethoden immer mehr nahe Begleiter von Pulsaren entdeckt. Man benötigt somit keine unphysikalischen Erfindungen wie Neutronium und wahnsinnig schnell rotierende, winzige Sterne, um Pulsare zu erklären. Die Oszillationen eines oder zweier Sterne unter starkem elektrischem Stress führen zu Pulsen, die in ihrer Form haargenau denen eines Kippschwingers gleichen. Wo das thermonukleare Modell mit seinem Neutronium also gegen alle Experimentalergebnisse eine neue Physik verlangt, da kann das Plasmaversum einfach auf altbekannte elektrische Phänomene zurückgreifen. Es spricht somit vieles dafür, dass Sterne von außen, von galaktischen Birkelandströmen, mit Energie versorgt werden. Alle ihre Eigenschaften können in irdischen Plasmaexperimenten nachgestellt werden, ohne dass man irgendwelche fantastischen Mechanismen erfinden müsste. Am Ende unserer Betrachtung der elektrischen Sterne müssen wir einsehen, dass wir aus den beobachteten Eigenschaften unserer Sonne nichts über ihr Alter oder ihre nähere Zukunft aussagen können. Wir haben es mit einer variablen Plasmaentladung zu tun, deren Form vom elektrischen Input der Galaxie abhängt. Wenn sich dieser verändern sollte, was durchaus schlagartig passieren kann, wird sich die Position des betroffenen Sterns im Hertzsprung-Russell-Diagramm schnell ändern. So war es zum Beispiel bei dem etwa 8000 Lichtjahre entfernten Superriesen FG Sagittae, der 1955 noch im blauen Licht einer Lichtbogenentladung leuchtete, dann aber bis 1991 expandierte und gleichzeitig roter wurde. Auch die Zukunft unserer Sonne ist längst nicht so sicher, wie die Gravitationskosmologie gerne behauptet. Veränderungen der Stromdichte und explodierende Doppelschichten sind Unwägbarkeiten, mit denen wir leben müssen. Aber Panik muss deshalb nicht aufkommen. Wir befinden uns in einem Bereich des Hertzsprung-Russell-Diagramms, in dem wir ein wenig Spielraum nach oben und unten haben. Außerdem schultern die vier Gasplaneten einen Teil der galaktischen Elektrizität. Und auch die Sterne, die auf den gleichen Birkelandströmen vor uns herziehen, zeigen keine Auffälligkeiten. Dennoch ist klar, dass wir uns nicht in einer so komfortablen Situation befinden, wie die Gravitationskosmologie es nahelegt, wenn sie davon ausgeht, dass die Sonne noch 4 Milliarden Jahre unverändert scheinen wird. Das ist utopisches Wunschdenken. Die Sonne ist, wie jeder Stern, variabel und vom elektrischen Input der Galaxie abhängig. Ralph Jurgens hatte wohl recht, als er sagte:
Wir könnten innerhalb einer kosmischen Entladung leben und auch nichts von ihrer Existenz wissen. Die neuen Perspektiven, die sich daraus für die Zukunft und auch für die Vergangenheit unseres Sonnensystems ergeben, werden faszinierend sein. Das Modell des elektrischen Universums gibt auf allen Gebieten der Kosmologie neue Antworten, die denen der Gravitationsmodelle in den meisten Fällen weit überlegen sind. Aber nirgends tat sich diese Kluft in den letzten Jahren deutlicher auf als bei der Beobachtung von Kometen. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde das Modell der Kometen als dreckige Schneebälle entwickelt. Hier sehen wir den einflussreichen Astronomen Fred Whipple mit einem selbstgebauten 250 Kilogramm schweren dreckigen Schneeball. Bei der Annäherung an die Sonne soll das Eis schmilzen und dabei die Koma und den Schweif des Kometen bilden. Es offenbart eine sehr einfache, ja fast schon kindliche Vorstellung von den Vorgängen im All. In den letzten Jahren wurden enorme Fortschritte bei der Untersuchung von Kometen gemacht und alle Beobachtungen sprechen gegen das Bild der dreckigen Schneebälle. Die Kometen Wild 2 und Borelli wurden aus nächster Nähe fotografiert und zeigten keinerlei Eis auf ihrer Oberfläche. Im Gegenteil, man sieht scharfe Strukturen und Krater. Ein schmilzender Eisklumpen sollte als erstes seine scharfen Kanten verlieren. Tatsächlich sind Kometen in ihrem Aussehen von felsigen Asteroiden kaum zu unterscheiden. Im Jahr 2005 triumphierte das elektrische Modell der Kometen bei Vorhersagen zum Ausgang der Deep Impact Mission. Ein 370 Kilogramm schweres Kupferprojektil sollte auf den Kometen Tempel 1 geschossen und der entstehende Krater fotografiert werden. Da das Projektil im Vergleich zur Größe des Kometen nicht mehr als eine Mücke war, die gegen einen riesigen Airliner prallt, befürchteten NASA-Wissenschaftler, dass man womöglich gar nichts sehen würde. Optimistischere Vorhersagen gingen immerhin davon aus, dass sich eine Wolke aus Wasser und Staub bilden würde, wobei sich Koma und Schweif des Kometen aber nicht substanziell verändern sollten. Insgesamt erwartete man bei der NASA also nur kleine Veränderungen. Der australische Plasmaphysiker Wallace Thornhill, der auf seiner Homepage das Modell des elektrischen Universums ausarbeitet, machte ganz andere Vorhersagen als die NASA. Er prophezeite einen sehr viel energiereicheren Aufprall, als man allein aufgrund der Masse des Kupferprojektils erwarten würde. Nach seinen weiteren Vorhersagen würde man zwar ein wenig Wasser in der Explosionswolke finden, aber vor allem viel feinen, ionisierten Staub. Des Weiteren sollte sich die Aktivität des Kometen stark verändern. Außerdem sagte Thornhill einen kurzen Lichtblitz direkt vor dem eigentlichen Aufprall vorher, was im Standardmodell der dreckigen Schneebälle als eine völlig abstruse Vorhersage erscheinen musste. Als das Projektil schließlich auf den Kometen geschossen wurde, war man bei der NASA, wie so häufig in den letzten Jahren, erstaunt und ratlos ob des Ergebnisses. Die Explosion war so massiv, dass die extra sensibel eingestellte Kamera komplett geblendet wurde und den entstandenen Krater nicht fotografieren konnte. Die Explosion erstreckte sich über einen Bereich von etwa 5 Kilometern und glich eher einer atomaren Explosion als einer simplen Kollision eines Kupferprojektils mit einem Schneeball. Die Jets auf der Oberfläche veränderten sich im Zuge des Einschlags stark, genau wie Thornhill es vorhergesagt hatte. Des Weiteren zeigte die Explosionswolke zu wenig Wasser für das Schneeballmodell. Stattdessen fand man eine große Menge Silikate im feinen, teilweise ionisierten Staub, was eben auf eine felsige Oberfläche hindeutet und nicht vom Schneeballmodell vorhergesagt wurde. Der Projektleiter der Deep Impact Mission meinte nach Analyse der Explosionswolke: "Es deutet alles darauf hin, dass der aus der Oberfläche herausgesprengte Staub extrem fein war und die Oberfläche ist definitiv nicht das, was die meisten Leute vor Augen haben, wenn sie an einen Kometen denken, einen Eiswürfel." Dass nicht genug Wasser gefunden wurde, wurde von einem weiteren wissenschaftlichen Mitarbeiter bestätigt. Es ist ziemlich klar, dass dieses Ereignis keine Springquelle produzierte. Die optimistischeren Vorhersagen der Wasserfreisetzung haben sich nicht erfüllt. Das Wasser fehlte, aber die Menge an anderem herausgeschleudertem Material überraschte die involvierten Wissenschaftler, da sie ja mit einem sehr viel energieärmeren Aufprall gerechnet hatten. Professor Peter Schulz meinte: "Wenn ich nur ein überraschendes Resultat dieses Ereignisses wählen dürfte, wäre es die Menge des herausgeschleuderten Materials." Und auch die im Standardmodell so bodenlose Vorhersage eines ersten kurzen Lichtblitzes traf zu. Professor Schulz stellte erstaunt fest: "Was man sieht, ist etwas wirklich Überraschendes. Zuerst gibt es da einen kleinen Blitz, dann eine Verzögerung, dann taucht ein großer Blitz auf und das Ganze bricht los."
Wie erklären sich die Beobachtungen der Deep Impact Mission also im elektrischen Modell? Wir lernten die Sonne als Anode im galaktischen Entladungsprozess kennen. Durch das gesamte Sonnensystem erstreckt sich das schwache elektrische Feld der Sonne. Es wird stärker, je näher man an die Sonne herankommt. Kometen können im Plasmaversum einfach als felsige Asteroiden verstanden werden, die sich auf einer hochgradig elliptischen Bahn befinden. Die meiste Zeit verbringen sie in den Außenbereichen des Sonnensystems, wo sie langsam die Ladung des dortigen Plasmas annehmen. Wenn sie sich dann auf ihrem Weg zur Sonne durch das stärker werdende elektrische Feld bewegen, beginnen sie aufgrund der Ladungsunterschiede elektrisch zu glühen. Ihre Koma ist die sich bildende Plasmahülle. Sie wird durch den Sonnenwind in die Länge gezogen. Es ist nicht überraschend, dass Kometenschweife die typischen filamentären Strukturen von Birkelandströmen zeigen. Das heranrasende Kupferprojektil der Deep Impact Mission trug nicht nur die kinetische Energie, sondern auch eine elektrische Ladung, die sich von der des Kometen unterschied. Als es nah genug an die Oberfläche herangekommen war, kam es zu einer ersten Blitzentladung zwischen Projektil und Oberfläche. Der eigentliche Aufprall war dann so außerordentlich energiereich, da Elektronen aus einem weiten Umkreis zum Punkt des Einschlags schossen. Die elektrische Aktivität der gesamten Kometenoberfläche veränderte sich aufgrund der neuen Ladungsverhältnisse. Ein Mitarbeiter der Deep Impact Mission drückte es folgendermaßen aus: Die Eigenschaften des mittleren Infrarotlichts wurden nach dem Einschlag komplett verändert. Zusätzlich zu einer Helligkeitssteigerung um den Faktor 4 verhielten sich die Eigenschaften des mittleren Infrarotlichts wie ein Chamäleon und nur 5 Minuten nach dem Einschlag sah der Komet wie ein völlig neues Objekt aus. Die elektrische Explosion auf dem felsigen Kometen führte natürlich nicht zu einer Wasserfontäne, wie sie von manchen Anhängern des Schneeballmodells erwartet worden war. Das wenige Wasser, das gefunden wurde, entstand, indem negative Sauerstoffionen in der Explosionswolke und positive Wasserstoffionen aus dem Sonnenwind spontan Wassermoleküle bildeten. Die Deep Impact Mission zeigte zweifellos, dass Kometen keine dreckigen Schneebälle sind, die durch die Wärme der Sonne schmilzen. Es sind elektrisch geladene, felsige Asteroiden, die auf ihrer schnellen Reise durch das elektrische Feld der Sonne Ladungsunterschiede durch Glühentladungen ausgleichen. Die starken elektrischen Entladungen an der Oberfläche von Kometen suchen sich vor allem erhöhte Punkte. Wir kennen das von irdischen Blitzen, die auch vorzugsweise in hohe Objekte einschlagen. Hervorstechende Strukturen auf Kometenoberflächen werden durch die kontinuierlichen Entladungen nach und nach abgeschmirgelt, eine Art elektrische Erosion. Man kennt ähnliche Phänomene aus der Plasmabearbeitung in Industrie und Plasmaphysik. Dies ist der Komet Hadley 3. In seiner Mitte gibt es einen scharf abgetrennten, völlig glatten Bereich, der elektrisch erodiert wurde. An hohen Stellen und am Rand des flachen Gebietes kann man das Leuchten von Plasmaentladungen erkennen. In dieser Aufnahme des Kometen Tempel 1 sieht man ebenfalls leuchtende Bereiche am Rand einer sehr glatten Oberfläche. Es handelt sich wohl nicht um reflektierende Stellen, wie die NASA meint, sondern um typisches Plasmaglühen, ganz ähnlich wie wir es auf der Erde zum Beispiel vor Gewittern als Elmsfeuer an Schiffsmasten kennen. Eine solche elektrische Erosion setzt an erhöhten Punkten wie Kraterrändern an und ebnet diese langsam ein. Das erodierte, teilweise ionisierte Material trägt zur Bildung des Kometenschweifs bei. Die felsigen Kometen schmilzen also nicht in der Wärme der Sonne, ihre Bewegung im elektrischen Feld unseres Sterns zerfrisst sie förmlich. Wenn der elektrische Stress extrem groß wird, können Kometen auch spontan explodieren oder in mehrere Teile zerbrechen. Wir sahen das zum Beispiel am Kometen Shoemaker-Levy 9, der bei seiner Reise durch das elektrische Feld des Planeten Jupiter auseinanderbrach. Die Überreste wurden vom Jupiter aufgesaugt und explodierten in der Atmosphäre des Riesenplaneten. Auch das plötzliche Aufleuchten des Kometen Holmes im Jahre 2007 passt ins Bild der elektrischen Kometen. Ein dreckiger Schneeball, der allein durch die Wärme der Sonne schmilzt, kann nicht plötzlich weit entfernt von der Sonne aufleuchten. Wenn ein elektrischer Komet jedoch in einen Bereich kommt, in dem die Ladungsunterschiede des umgebenden Plasmas groß sind, kommt es zu einem spontanen, sehr hellen Aufleuchten. Eine weitere Beobachtung, die nicht ins Modell der Schneebälle passt, ist die Röntgenstrahlung, die bei Kometen beobachtet wird. Ein Schneeball kann keine Röntgenstrahlung produzieren. Starke elektrische Entladungen an der Oberfläche von Kometen sind dazu jedoch natürlicherweise imstande. Manchmal kommt es vor,
dass sich Kometen der Sonne stark annähern und sogar auf sie stürzen. Natürlich sind Kometen winzig im Vergleich zur Sonne. Ihre Anwesenheit sollte im Standardmodell überhaupt keine Auswirkungen auf unseren Stern haben, genau wie das kleine Kupferprojektil der Deep Impact Mission keine großen Auswirkungen auf den Kometen Tempel 1 haben sollte. Aber so wie die Explosion des Kupferprojektils enorm war, so sind es auch die Folgen, die die Annäherung eines Kometen an die Sonne haben kann. Die elektrische Ladung eines Kometen kann zusätzliche Instabilitäten im Plasma der Sonnenatmosphäre hervorrufen und zur Explosion von Double Layern führen. Hier sehen wir den Kometen NEAT, der sich im Jahr 2003 der Sonne näherte. Bei seinem Vorbeiflug kam es gleich zu zwei gewaltigen Sonneneruptionen. Dies war beileibe nicht das erste Mal, dass ein derartiges Schauspiel beobachtet wurde. Im Juni 1998 näherten sich zwei Kometen gleichzeitig der Sonne. Was folgte, war eine der stärksten jemals aufgezeichneten Eruptionen. Beachten Sie auch die filamentäre Doppelhelixform des herausgeschleuderten Plasmas. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es hier eine Verbindung geben könnte. Aber wie uns die Wissenschaftler der SOHO-Mission, von denen diese Bilder stammen, mitteilen, eine populäre Fehleinschätzung ist, dass Kometen, die die Sonne streifen, Eruptionen und koronale Massenauswürfe hervorrufen. Obgleich es stimmt, dass wir helle Kometen beobachtet haben, wie sie sich der Sonne direkt vor einer Eruption nähern, gibt es doch absolut keine Verbindung zwischen den beiden Ereignissen. Die sonnenstreifenden Kometen, tatsächlich alle Kometen, sind im Vergleich zu der Größe der Sonne komplett unbedeutend. Wie schon bei den Quasaren, die offensichtlich in der Nähe aktiver Galaxien existieren, wird der Öffentlichkeit auch hier nahegelegt, den eigenen Augen nicht zu trauen, einfach nur, weil die Gravitationskosmologie keine Erklärung für die Beobachtungen hat. Erst vor kurzem, im Oktober 2011, gab es zwei weitere dieser völlig zufälligen Sonneneruptionen bei der Annäherung eines Kometen. Tatsächlich sind diese Bilder ein weiteres starkes Indiz dafür, dass sowohl die Sonne als auch Kometen elektrisch geladen sind und über große Distanzen in Kontakt stehen. Wenn Kometen, wie im elektrischen Modell behauptet wird, einfach geladene Körper sind, die sich schnell in einem Plasma bewegen, dann müssen die typischen Kometeneigenschaften, eine Koma und ein langgezogener Schweif, nicht auf kleine, felsige Körper in unserem Sonnensystem beschränkt bleiben. Wenn das Leuchten eben nicht durch das Schmilzen des Eises eines dreckigen Schneeballs verursacht wird, sondern eine elektrische Glühentladung ist, dann können auch Planeten und sogar Sterne zu Kometen werden. Diese NASA-Animation zeigt keinen Kometen in unserem Sonnensystem, sondern den Stern Mira, der sich mit Hochgeschwindigkeit durch das galaktische Plasma bewegt. Sein Schweif ist 13 Lichtjahre lang. Dieser Stern ist ein riesiger Komet. Die elektrische Natur der Kometen anzuerkennen hieße, die elektrische Natur der Sterne und damit die elektrische Natur der Galaxien anzuerkennen. Es wäre ein längst überfälliger Schritt in Richtung einer realistischeren Kosmologie. Aber die Wissenschaft ist eine menschliche Tätigkeit und Menschen halten gerne am Althergebrachten, am Gewohnten und natürlich an Karrieren fest, auch wenn das heißt, neue Beobachtungen herunterzuspielen und sich selbst und andere zu täuschen. Nach der Deep Impact Mission präsentierten NASA-Wissenschaftler ein Rezept zur Kometenbildung, das in direktem Widerspruch zu den Beobachtungen noch immer Wassereis und Trockeneis als Hauptbestandteile zeigt. So merkwürdig es auch erscheinen mag, aber die große Neugier des Menschen geht Hand in Hand mit einer immensen Angst vor dem Neuen. Diese Angst geht bei manchen offenbar so weit, dass man solch massive Felsbrocken mit ihren scharfen Kratern vor Augen geführt bekommt und trotzdem einen Schneeball sieht. Ein ganz besonderer Fall von Schneeblindheit. Die Erklärungen des elektrischen Modells zur Natur von Galaxien, Sternen und Kometen kommen praktisch völlig ohne Gravitation aus.
Gleiches gilt auch auf der Ebene der Planeten. In der Gravitationskosmologie sollen sich Planeten zusammen mit Sternen aus einer weit verteilten Gas- und Staubwolke bilden. Warum die praktisch gravitationslosen kleinen Steinbrocken aneinander haften und sich nicht gegenseitig durch Kollisionen in immer feineren Staub verwandeln, ist nur eines der ungelösten Probleme dieses Modells. Im elektrischen Modell kann man sich mehrere Möglichkeiten vorstellen, wie es zur Planetenbildung kommen könnte. Eine Möglichkeit sahen wir bereits im Kapitel der elektrischen Sterne. Es wurde vermutet, dass Sterne, die starkem elektrischem Stress ausgesetzt sind, in einer Nova-Explosion einen Teil ihres Kerns abstoßen, um so die Oberfläche zu vergrößern und den elektrischen Stress zu verringern. Auf diese Weise könnten kleinere sekundäre Sterne, große Gasplaneten und womöglich auch felsige Planeten wie die Erde geboren werden. Interessante Spekulationen in diese Richtung gehen davon aus, dass unser Sonnensystem mit seiner abwechslungsreichen Landschaft aus kleinen felsigen Planeten und Gasriesen im kosmischen Vergleich ein etwas ungewöhnlicher Fall sein könnte. Die schiere Anzahl an sehr kleinen Planeten und Monden könnte, wenn das Modell der elektrischen Kernteilung zutrifft, darauf hindeuten, dass es in der Vergangenheit unseres Sonnensystems mindestens eine Periode extremer elektrischer Aktivität gab, bei der sich ein brauner Zwergstern der heutigen Sonne näherte und aufgrund des zunehmenden elektrischen Stresses in die vier heutigen Gasriesen aufgespalten wurde. Zusätzlich könnten allerhand kleinere felsige Kernbruchstücke, die heutigen Monde der Gasplaneten und womöglich auch die Venus entstanden sein. In der Gravitationskosmologie ist ein solches Verhalten kaum vorstellbar, aber der elektrische Kosmos ist eben sehr viel dynamischer, da elektrische und magnetische Felder miteinander interagieren, auch über weite Distanzen. Und die elektromagnetischen Kräfte wirken nicht nur anziehend wie die Gravitation. Sie stoßen auch ab, sodass es selten, wenn überhaupt, zu Kollisionen kommt. Sterne können allein durch ihre elektrischen Felder und die zwischen ihnen fließenden Ströme über riesige Distanzen in Verbindung stehen. Eine andere Möglichkeit, wie Planeten entstehen könnten, liefert der Zeppelin-Effekt. Wir sahen bereits, dass sich in einer starken Entladung mehrere Plasmoiden bilden können. Man kann nun vermuten, dass sich die Sonne und alle Planeten in einem einzigen galaktischen Blitzschlag formten. Eine dritte Möglichkeit ist, dass wir hier auf der Erde auf einem ehemaligen Zwergstern leben, dessen elektrische Ladung so gering im Vergleich zum umgebenden galaktischen Plasma wurde, dass die Glühentladung endete. Gleiches könnte für alle anderen kugelförmigen, felsigen Planeten und Monde gelten. Sie alle wären ehemalige Sterne, älter als die Sonne, die mit der Zeit von der heutigen Sonne eingesammelt wurden. Bei der Herkunft der Planeten, wie in allen anderen Bereichen der Plasmakosmologie, gibt es noch unheimlich viel Spielraum für zukünftige Forschung und neue Erkenntnisse. Wir stehen hier gerade erst am Anfang der vielleicht spannendsten wissenschaftlichen Entdeckungsreise aller Zeiten. Wie Planeten nun letztlich entstehen, muss noch geklärt werden, aber daran, dass die Mitglieder unserer Planetenfamilie eine sehr turbulente elektrische Vergangenheit hinter sich haben, gibt es keinen Zweifel. Die Oberflächenmerkmale der felsigen Planeten sprechen hier eine deutliche Sprache. Der Mars wurde in den letzten Jahren besonders detailliert erkundet. Daher können wir die Spuren auf seiner Oberfläche beispielhaft betrachten. Der rote Planet weist eine Fülle erstaunlicher Merkmale auf. Das betrifft sowohl die Form der geologischen Strukturen als auch deren immense Größe. Zu diesen außergewöhnlichen Strukturen gehört das riesige Canyon-System der Valles Marineris, das sich über 4000 Kilometer erstreckt. Die drei riesigen, in einer Linie liegenden Erhebungen der Tharsis-Region. Der 26 Kilometer hohe Olympus Mons, dessen untere Steilhänge 4 Kilometer senkrecht in die Höhe schießen. Ausgedehnte Gebiete übersät mit Felsbruchstücken. Tausende Krater in den verschiedensten Formen. Merkwürdige geologische Strukturen, deren Ursprung rätselhaft scheint. Da das Standardmodell als einzig kosmisch tätige Kraft die Gravitation zulässt, mussten zur Erklärung der Oberflächenmerkmale des Mars alle geologischen Mechanismen aufgefahren und teilweise grotesk überbeansprucht werden. Wasser, Wind und Gletschererosion, Tektonik und Vulkanismus.
Aber trotzdem bleiben Formationen wie diese runden Dome oder diese sogenannten Spinnen letztlich unerklärlich. Sehen wir uns den etwa 800 Meter großen Victoria-Krater an. Er soll ein typischer Einschlagkrater eines Meteoriten sein, dessen Rand über Jahrmillionen durch Wind erodiert wurde und in dessen Mitte merkwürdige Dünen aufgehäuft wurden. Aber ein Meteoriteneinschlag und Marswinde erklären den Krater nur scheinbar. Das größte Problem ist das Modell der Meteoriteneinschläge an sich. Dies betrifft nicht nur den Mars, sondern alle felsigen Körper des Sonnensystems. Die allermeisten Krater sind kreisförmig, was direkt gegen Meteoriteneinschläge spricht. Denn in den seltensten Fällen sollte es zu Einschlägen in einem 90-Grad-Winkel kommen. Die meisten Meteoriten fallen in einem flachen Winkel ein und sollten demzufolge einen gestreckten Krater hinterlassen. Des Weiteren müsste man einen schalenförmig gekrümmten Boden erwarten. Die allermeisten Krater besitzen jedoch einen sehr flachen Boden. Zentrale Berge und sehr scharfe, stufenförmige Wände sind ebenfalls bei einem simplen Einschlag nicht zu erwarten. Natürlich kann man Zeichnungen und Computersimulationen so hinbiegen, dass das gewünschte, weil beobachtete Aussehen eines Kraters dabei herauskommt. Mit Wissenschaft hat ein solches Vorgehen jedoch wenig zu tun. Die üblichen Einschlagsmodelle können darüber hinaus weitere beobachtete Eigenschaften von Kratern nicht erklären. Dazu gehören die kleineren sekundären Krater, die sehr häufig direkt am Rand von größeren gefunden werden. Dieses Bild ist typisch für große Krater. In jedem Fall ist es der kleinere Krater, der nachträglich am Rand des größeren entstand. Nie sieht man einen kleinen Krater, der von einem großen teilweise überlagert wird. Die Unzulänglichkeit der Einschlagstheorie wird besonders deutlich, wenn man sich die zahlreichen Kraterketten des Sonnensystems ansieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass herabstürzende Felsbrocken derart gerade Ketten bilden, ist praktisch null. Und selbst wenn es passieren könnte, erklärt das nicht, wieso diese Krater, wie auf dem Marsmond Phobos, in Rillen liegen. Bei diesem Mondkrater sehen wir nicht nur eine Kraterkette, sondern auch ein Paradebeispiel für einen kleineren, sekundären Krater am Rand eines größeren. Im elektrischen Modell schlagen große Asteroiden nicht auf Planeten ein. Sowohl Asteroiden als auch Planeten sind geladene Körper. Der elektrische Stress, dem ein Asteroid bei der Annäherung an einen Planeten ausgesetzt ist, führt zum Auseinanderbrechen des großen Geschosses. Er kann in der Atmosphäre komplett explodieren, wie es bei dem Asteroiden in Tunguska 1908 der Fall war. Oder aber der elektrische Stress zerfrisst den Gesteinsbrocken langsam und kleine Bruchstücke schlagen schließlich auf der Oberfläche ein. Wir sahen dieses Auseinanderbrechen schon beim Kometen Shoemaker-Levy 9. Große Asteroiden erreichen die Planetenoberfläche also nicht intakt und erzeugen keine riesigen kreisrunden Krater. Die beliebten Katastrophenszenarien von vernichtenden Asteroideneinschlägen dürfen nicht mehr als reine Fantasie sein. Das elektrische Feld der Erde fungiert als natürlicher Schutzschild gegen solche Einschläge. Ältere Aufnahmen des Space Shuttles offenbaren die Wirksamkeit des irdischen Schutzschildes. Wir sehen hier Weltraummüll, der bei seiner schnellen Annäherung an die Erde zurück ins All katapultiert wird. Nur die abstoßenden Kräfte des Elektromagnetismus können zu diesen schlagartigen Richtungsänderungen führen. Die kreisrunden, flachen Krater auf allen felsigen Oberflächen sind im elektrischen Modell Zeugnisse der turbulenten elektrischen Vergangenheit unseres Sonnensystems. Sie könnten durch gewaltige Plasmaentladungen entstanden sein. Am Victoria-Krater kann man die Bildung eines solchen elektrischen Kraters gut veranschaulichen. Die Marsoberfläche diente hier offenbar als Anode, als positiver Pol. Aus Laborexperimenten ist bekannt, dass sich auf Anodenoberflächen Dutzende kleine Anodenpunkte bilden. Es sind die Enden der Plasmafilamente. Die sogenannten Dünen in der Mitte des Victoria-Kraters sehen nicht wie irdische Dünen aus, da sie vernetzt sind und sehr scharfe Kanten besitzen. Des Weiteren sieht man, dass der Verlauf der angeblichen Dünen immer zum Kraterrand hin gekrümmt ist. Es scheint eher, als seien dies harte, glasartige Strukturen,
die entstanden, als die zentralen Plasmafilamente nach außen strebten. Starke Plasmaentladungen bilden zusätzlich zum zentralen Strang aus Filamenten weitere Charakteristika aus. Eine sekundäre Plasmaschicht bildet sich, an deren Fuß ebenfalls Anodenpunkte auftauchen. Der Großteil des Stroms, der zunächst durch den zentralen Strang fließt, wird bei zunehmend stärkerer Entladung auf die äußeren Filamente verlagert. Hier sieht man eine Laboraufnahme einer solchen Plasmasäule. Um den zentralen Strang herum entsteht ein Zylinder aus weiteren Filamenten. Eine schematische Darstellung macht den dreidimensionalen Aufbau deutlicher. Innerhalb des entstehenden Plasmazylinders wird Oberflächenmaterial elektrisch nach oben gesaugt, ganz ähnlich wie es in einem irdischen Tornado der Fall ist. Ionisierte Luftmoleküle schießen zum Ort der Entladung, wodurch starke Winde entstehen. Was im Labor in Bruchteilen einer Sekunde stattfindet, dauerte auf dem Mars schon mehrere Sekunden. Am Ende entstand ein elektrischer Krater. Blitze schlagen oft mehrfach an der gleichen Stelle ein, da die zuvor ionisierten Plasmapfade ein weiteres Mal benutzt werden. Kleine sekundäre Krater, die an höher gelegenen Punkten wie dem Kraterrand ansetzen, sind die Folge. Obwohl der Victoria-Krater in vielem ein typischer Krater ist, unterscheidet sich sein gezackter Rand doch von den meist abgerundeten Rändern anderer Krater. Offenbar kam es zu Instabilitäten während der Blitzentladung. Hier sehen wir die aus dem Labor bekannte sogenannte Dioputron-Instabilität. Die eigentlich kreisförmige Entladung bildet zunächst eine fünf- oder sechseckige Form aus. Weitere Instabilität des Plasmas führt zur Aufspaltung in einzelne Anodenpunkte. Krater, die Anzeichen solcher Instabilität zeigen, sind eher selten, aber es gibt sie. Sehen Sie auch hier, dass die sekundären Krater jeweils genau auf dem Rand des größeren Kraters liegen. Die sechseckige Form, die im Meteoriteneinschlagsmodell rätselhaft bleiben muss, weist auf die elektrische Entstehung der Krater hin. Und wie immer im Plasmaversum gilt das, was wir auf einer Ebene sehen, auch für andere Größenordnungen. Hier sehen wir die Galaxie M61 mit ihrer deutlich sechseckigen Form. Dioputron-Instabilität auf galaktischer Ebene. Eine in der Standardkosmologie besonders rätselhafte Beobachtung der letzten Jahre war der sechseckige, rotierende Sturm am Nordpol des Saturn. Aber die Erklärung der Plasmakosmologie ist einfach. Auch hier sehen wir eine elektrische Entladung mit einer Dioputron-Instabilität. Auch pyramidenförmige Berge auf dem Mars gehören in diese Kategorie. Und hier zeigt der Schleier aus filamentärem Polarlicht ebenfalls Anzeichen für Dioputron-Instabilitäten. Der gezackte Verlauf ist direkt übertragbar auf den gezackten Verlauf des Randes des Victoria-Kraters. Stellen Sie sich vor, wie diese elektrische Entladung bei zunehmender Stärke bis zum Erdboden reicht und was für Spuren am Ende übrig bleiben könnten. Dass die sogenannten Dünen in der Mitte vieler Marskrater wahrscheinlich elektrisch entstanden, kann man hier erahnen. Je länger die zentralen Anodenpunkte an einem Fleck verweilen, desto mehr Oberflächenmaterial wird zu glasartigen, manchmal gewölbten Strukturen geschmolzen. Die mysteriösen Dome sind eben solche festen, elektrisch verhärteten Gebilde. Man kennt haargenau die gleichen Objekte aus irdischen Experimenten, bei denen Entladungen auf eine eisenhaltige Oberfläche gerichtet wurden. Es ist des Weiteren bekannt, dass bei Blitzschlägen kleine, verhärtete Kugeln erzeugt werden können, die nicht selten außergewöhnliche Oberflächenmerkmale besitzen.
Die Form von Kratern hängt letztlich vom Material des Bodens, der Länge und Art der Entladung sowie möglichen Instabilitäten ab. Der gewaltige Blitzschlag, der den Victoria-Krater formte, dauerte nur wenige Sekunden. Aber da Plasmaentladungen skalierbar sind, kann man auch hier die gleichen Strukturen auf viel größerer Ebene über viel längere Zeiträume beobachten. Dieses Bild zeigt die Entwicklung der Supernova 1987a. Es handelt sich dabei um die Plasmaentladung eines Sterns, die sich analog zur Entstehung des Victoria-Kraters und einer Plasmaentladung in irdischen Laboren vollzieht. Zunächst erstrahlt das Zentrum im elektrischen Licht, aber mit der Zeit ist es der Ring aus Anodenpunkten, der den meisten Strom leitet. Wir sehen direkt von unten in die Plasmakolumne. Es spielt bei elektrischen Entladungen eine Rolle, ob der betroffene Bereich der Planetenoberfläche als Anode oder als Kathode fungiert. Wenn er die Anode bildet, tendiert die Plasmaentladung dazu, an einer Stelle zu verweilen. Je stärker die Entladung ist, desto länger dauert sie und desto mehr Gestein wird geschmolzen und elektrisch nach oben gesaugt. Die sogenannten Dünen sind der erste Schritt, die Dome der zweite. Dauert die Entladung noch länger, entstehen aus den anfänglichen Kratern Erhebungen, die an Vulkane erinnern. Die einzelnen Filamente und Zylinder einer elektrischen Entladung tendieren dazu, sich in recht gleichbleibenden Abständen anzuordnen. Das ist der Grund, weshalb Kraterränder oft gestuft sind. Es ist auch so ziemlich der einzige Mechanismus, der diese terrassenartigen Berge des Mars zufriedenstellend erklären kann. Lange Plasmaentladungen an einer positiven Oberfläche erschaffen elektrische Erhebungen. Die größte bekannte derartige Erhebung ist Olympus Mons. Es handelt sich dabei wohl nicht um einen Schildvulkan, wie viele Kosmologen gemeinhin annehmen. Der Berg wurde im elektrischen Modell innerhalb von Minuten in einer gigantischen elektrischen Entladung nach oben gezogen. Seine 4 Kilometer hohen, senkrechten Abhänge markieren die Grenze des äußeren Plasmazylinders. Im Inneren wurde das Oberflächenmaterial durch gewaltige elektrische Kräfte nach oben gezogen. Die sekundären Blitzschläge, die man normalerweise am Rand der primären Krater sieht, zielten hier natürlich auf den Gipfel, da er 26 Kilometer über dem umgebenden Land mit Abstand der höchste Punkt ist. Mehrere sekundäre Einschläge auf dem Gipfel erschufen stufenförmige Krater. Die Spuren der einzelnen Filamente ziehen hier von einem Kraterrand zum anderen. Wie man auf diesen Laboraufnahmen erkennen kann, entstehen ausgedehnte filamentäre Strukturen in der Nähe der zentralen Achse. Wenn man die Hänge des Olympus Mons näher betrachtet, sieht man ein feines Netzwerk aus eben solchen Filamenten. In diesem Bild kann man das stufenförmige Ansteigen des Berges erkennen. Wenn eine Plasmaentladung besonders stark ist, bilden sich mehrere Zylinder aus Filamenten, nicht nur einer. Auf dieser Laboraufnahme kann man die zunehmende Auffächerung erkennen. Sie ist der Grund, weshalb besonders große Krater häufig aus mehreren Ringen bestehen. Ähnliche Mehrfachringe kann man auch auf stellarer und galaktischer Ebene beobachten. Die Strukturen der Plasmaentladungen bleiben gleich, nur die Größenverhältnisse und Zeiträume ändern sich. Wenn die Planetenoberfläche nicht, wie im Fall des Olympus Mons, als positiver Pol dient,
sondern als Kathode, dann verändert sich auch die Form elektrischer Narben. Im Moment des Blitzschlags strömen die beweglichen Elektronen aus einem weiten Bereich zum Einschlagspunkt. Dabei erhitzen sie das Gestein und reißen es mit. Dadurch entstehen Strukturen, die konventionell als herausgeschleudertes Material eines Meteoriteneinschlags fehlgedeutet werden. Man sieht hier, dass nicht alle Streifen zentral zusammenlaufen, wie es bei einem Meteoriteneinschlag der Fall sein müsste. Manche Streifen verzweigen sich erst außerhalb des Kraters, genau wie es für elektrische Verästelungen typisch ist. Die Streifen sind auch keine Erhebungen, sondern verfärbte Regionen. Bei einem kosmischen Blitzschlag suchen sich die heranrasenden Elektronen einen hohen Punkt, von dem aus sie in die Atmosphäre starten. Um diesen Punkt herum wird Material elektrisch abgetragen. Was übrig bleibt, sind zentrale Berge. Im Standardmodell werden solche zentralen Erhebungen mit einem Zurückfedern der geschmolzenen Oberfläche erklärt, ähnlich wie bei einem Gegenstand, der in eine Flüssigkeit fällt. Mal abgesehen davon, dass dies nur für senkrechte Treffer gilt, erklärt es auch nicht Krater wie diese. Sie besitzen zentrale Erhebungen mit einem Krater an der Spitze. Man könnte einen Zufallstreffer durch einen Meteoriten genau auf der Spitze des Berges vermuten. Aber da hier zwei Krater mit den gleichen Merkmalen direkt nebeneinander liegen, kommt ein solcher Zufall nicht in Frage. Wiederholte Blitzschläge sind jedoch keine Seltenheit. Der ersten großen Entladung folgt eine zweite, oft schwächere, die den bereits ionisierten Plasmapfad nochmals nimmt und in die gleiche Stelle einschlägt. Auch zwei parallele Blitzschläge sind keine Seltenheit. Durch die große Mobilität der Elektronen ist es typisch für eine längere Entladung zur Kathode, über die Oberfläche zu wandern und dabei Material herauszuschneiden. Die Kraterketten sind eine direkte Folge aus dieser Wanderbewegung. Eine solche Entladung zur Kathode kann in wiederholten Einschlägen stattfinden, die eine Reihe von Kratern hinterlassen. Die Einschläge können aber auch so schnell aufeinander folgen, dass die einzelnen Krater glatt ineinander übergehen. Lange Rillen entstehen. Hier sieht man schön den Übergang von einzelnen Einschlägen zu durchgehenden Rillen. Dies ist der sogenannte Fußabdruckkrater in einer Marsregion, die Orcus Patera genannt wird. Diese Mischung aus Krater und Rille gilt als Rätsel bei Kosmologen, die mit dem Meteoriteneinschlagsmodell arbeiten. Man sieht den sehr flachen Boden, der typisch für elektrische Krater ist. Hier wanderte ein gewaltiger Blitz nur kurzzeitig, aber ununterbrochen, über den Marsboden. In diesem Bild sieht man ein sehr ähnliches Ereignis, mit dem Unterschied, dass die Entladung nicht kontinuierlich, sondern mit einer kurzen Unterbrechung stattfand. Dieses Bild zeigt keine Planetenoberfläche, sondern ein Stück Stahl, das im Labor einer elektrischen Entladung ausgesetzt war. Die flachen Rillen und deutlichen Kraterketten sind bis ins kleinste Detail identisch mit Rillen und Kraterketten auf dem Mars. In diesem Experiment mit einem aluminiumbeschichteten Plastikball kann man die Entstehung von elektrischen Rillen mitverfolgen. Obwohl die meisten Planetenoberflächen im Gegensatz zur Aluminiumbeschichtung eine recht geringe Leitfähigkeit besitzen dürften, sind die Strukturen doch frappierend gleichartig. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Beschaffenheit der Oberfläche keine Rolle spielt.
Sie beeinflusst die elektrischen Krater und Rillen durchaus. Eine glatte Stahloberfläche zeigt in der Hauptsache Rillen und Kraterketten, während eine grobe Aluminiumoberfläche zu einem ungeordneten Netzwerk aus Kratern führt. Wo Entladungen zur Kathode kontinuierlich Material aus der Oberfläche schneiden, kann es zu solch auffälligen Formationen kommen. Die abgeflachten Berge sind Bereiche, die von den Entladungen weitgehend verschont wurden. Aber um sie herum wurden riesige Mengen Oberflächenmaterial in kürzester Zeit elektrisch erodiert. Eine extrem starke Entladung, bei der ein Teil der Oberfläche als Anode fungierte, erschuf wahrscheinlich die Erhebungen der Tharsis-Region. Derartig gewaltige Entladungen führen zu einem starken Ungleichgewicht in der Ladungsverteilung auf der Oberfläche des betroffenen Planeten. Es ist somit zu erwarten, dass eine starke Entladung zur Anode auch eine starke Entladung an einer benachbarten, nun eher negativ geladenen Stelle nach sich zieht. Und genau das sehen wir auf dem Mars. Neben den positiven Erhebungen der Tharsis-Region klafft das riesige Grabensystem der Valles Marineris. Die vielen kleinen Rillen und Kraterketten, die den Mars überziehen, verblassen im Vergleich zur Größe dieses Canyons, der ohne Probleme vom Nordkap bis zur Südspitze Italiens reichen würde. Es ist keine Seltenheit, dass längere elektrische Entladungen zunächst an Stärke zunehmen, um dann in gleichem Maße wieder abzunehmen. Durch den Pinch-Effekt ziehen sich einzelne Birkelandströme an und lassen einen einzigen, riesigen Plasmatornado entstehen. Hier sehen wir ein Beispiel, welches vor kurzem auf der Sonne beobachtet wurde. Hier sieht man das Zusammenlaufen anfänglicher Filamente auf dem Rücken eines Blitzschlagopfers. Auf dem Mars schnitten die Filamente bei ihrem Zusammenlaufen ein Netzwerk aus Canyons in die Landschaft. Ralph Jurgens stellte mit Blick auf die Valles Marineris bereits in den 70er Jahren fest, die gesamte Region sieht genauso aus wie ein Bereich, der von einer mächtigen elektrischen Entladung, die unstetig über die Oberfläche zog, getroffen wurde. Solche besonders heftigen Entladungen finden in der Regel in der Form von sogenannten Sigmoiden statt. Sie haben eine deutliche S-Form. Hier sehen wir ein Sigmoid auf der Sonne. Dies ist eine besonders starke Form eines Sonnenflecks. Auch auf anderen Ebenen treffen wir wieder und wieder auf diese Form einer sehr starken Entladung. Hier ist das Sigmoid der Galaxie NGC 1313. Und hier ist ein Sigmoid am Pol der Venus. Ein solches Sigmoid zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass ein Ende eher positiv und das andere eher negativ geladen ist, wie bei einem instabilen Plasmoid, welches einen Elektronen- und einen Ionenstrahl aussendet. Wenn wir nun zum Mars und zu den Valles Marineris zurückkehren, sehen wir nicht nur die Form eines Sigmoids, sondern auch eine klare Zweigeteiltheit in den Oberflächenmerkmalen. Der Bereich im Norden besteht aus Tiefebenen und Canyons, die auf eine Kathodenoberfläche hindeuten, während der Bereich im Süden aus Bergen, also positiven Erhebungen, besteht. Eine gewaltige Entladung, zentriert in dieser Region, könnte dieses Grabensystem erschaffen haben. Hier sehen wir noch einmal ein Sigmoid in der Photosphäre der Sonne. Wenn eine solche Entladung bis auf die Oberfläche eines felsigen Planeten reicht, wird das Resultat ein riesiges Grabensystem sein.
Es gibt wohl kaum ein Bild, das die elektrische Natur der Valles Marineris deutlicher macht als dieses. Alles, was im Zusammenhang mit elektrischen Entladungen bisher angesprochen wurde, kann hier vereint gefunden werden. Parallele Rillen. Kraterketten. Ein flacher Krater mit typisch gestuftem Rand. Zentrale Erhebungen, von denen aus die Elektronen ins All schossen. Seitliche Verästelungen in Form von Lichtenbergfiguren. Insgesamt sehr scharfe Formen, die aussehen, als wurden sie mit einem Skalpell in die Oberfläche hineingeschnitten. Ganz anders, als es bei normalen Erosionsprozessen der Fall wäre. Hier sieht man ein Stück Stahl, das mit einem Plasmabrenner zerteilt wurde. Vergleichen Sie die Schnittkante mit den Abhängen des Canyons. Die bis zu 7 Kilometer tiefen Gräben der Valles Marineris wurden vermutlich innerhalb weniger Minuten in die Oberfläche des Mars geschnitten. Unmengen an Gestein wurden dabei nach oben gesaugt. Das mag ein Grund dafür sein, dass wir heute Meteoriten vom Mars auf der Erde finden. Als die Plasmaentladung nachließ, fielen große Mengen der herausgefressten Steine wieder auf den Mars hinunter. Sie bildeten die ausgedehnten Geröllwüsten, für die es im Standardmodell keine zufriedenstellende Erklärung gibt. Wenn es auf Planeten zu gewaltigen elektrischen Entladungen kommt, kann es sein, dass eine Seite stärker in Mitleidenschaft gezogen wird als die andere. Das liegt unter anderem daran, von wo sich das geladene Objekt nähert, welches für den elektrischen Stress verantwortlich ist. Eine ausgeprägte Zweigeteiltheit von Planetenoberflächen ist demnach durchaus zu erwarten. Der Mars bietet auch hier ein sehr gutes Beispiel. Die Kruste der südlichen Halbkugel ist deutlich dicker als die der Nordhalbkugel. Außerdem findet man auf den ersten Blick sehr viel mehr Krater auf der Südhalbkugel. Dies führte zu der Ansicht, dass die Nordhalbkugel jünger sein müsse. In der Standardkosmologie wird das Alter von Planetenoberflächen oft einfach durch das Zählen von Kratern bestimmt. Aus naheliegenden Gründen funktioniert diese einfache Methode nicht, wenn das elektrische Modell stimmen sollte. Denn dann kann eine Planetenoberfläche innerhalb weniger Stunden mit Tausenden von Kratern übersät werden. Die tiefere, auf den ersten Blick unversehrte Nordhalbkugel des Mars offenbart bei näherem Hinsehen ein ganz anderes Bild. Die weiten Ebenen sind mit einem unglaublich dichten Netzwerk aus kleinen Kratern überzogen, die stark an elektrisch behandelte Metalloberflächen erinnern. Es sieht so aus, als seien mehrere Kilometer der nördlichen Halbkugel durch einen gigantischen Plasmatornado komplett entfernt worden. Die modernen, hochauflösenden Aufnahmen der Marsoberfläche vermitteln sehr eindrücklich, mit welcher Gewalt elektrische Entladungen hier sehr scharfe Narben in die Oberfläche schnitten. Sollte jemals Leben auf dem roten Planeten existiert haben, wurde es, wahrscheinlich durch die Annäherung eines anderen Planeten, innerhalb kurzer Zeit komplett ausgelöscht. Große Teile seiner Oberfläche, seines Wassers und seiner Atmosphäre wurden abgesaugt. Ein steiniger, roter Wüstenplanet mit einer klaffenden Wunde blieb zurück. Werfen wir nun einen Blick auf unseren himmlischen Begleiter,
Im Standardmodell soll er irgendwie aus einer Kollision der jungen Erde mit einem gewaltigen Asteroiden oder kleinen Planeten entstanden sein. Hier zeigt sich einmal mehr das Fehlen einer abstoßenden Kraft im Gravitationsmodell. Aus dem weit verteilten, herausgesprengten Material soll sich in der Folge der Mond gebildet haben. Die Standarderklärung für den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter ist, dass sich dort aufgrund der Gravitation des Jupiter kein Planet aus den Gesteinsbrocken bilden konnte. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft zur Erde soll es möglich gewesen sein. Der Asteroidengürtel macht eher den Eindruck, als sei ein kleiner Planet bei der Annäherung eines größeren komplett zerstört worden. Möglicherweise war derselbe Himmelskörper verantwortlich, der einst auch den Mars verwüstete. Im Plasmaversum gibt es nur eine Möglichkeit, wie die Erde zu ihrem Mond kam. Er wurde eingefangen. Elektrische Interaktionen zwischen den Himmelskörpern stabilisierten die Umlaufbahn des neuen Trabanten. Eine solche elektrische Stabilisierung von Umlaufbahnen ist wohl der Grund, weshalb das Sonnensystem mit seinen vielen Objekten nicht in ein Gravitationschaos verfällt. Es ist seit langem bekannt, dass kein System aus drei oder mehr sich gegenseitig anziehenden Objekten stabil sein kann. Man nennt das Drei-Körper-Problem. Bereits nach kurzer Zeit wird mindestens einer der drei Körper aus dem System katapultiert. Es gibt abstrakte mathematische Lösungen für das Drei-Körper-Problem, die jedoch nichts mit den beobachteten, geordneten elliptischen Umlaufbahnen des Sonnensystems gemein haben. Allein durch Gravitation kann man weder die Form der Bahnen noch die Stabilität des Sonnensystems erklären. Das elektrische Modell behauptet elektrische Interaktionen der Planeten untereinander und mit dem Sonnenwind. Die Ladungen der Planeten und damit ihre Anziehungs- und Abstoßungskräfte werden so ausbalanciert, dass die Umlaufbahnen stabil bleiben. Im elektrischen Kosmos ist die Gravitation nur ein sekundäres Phänomen, welches von der elektrischen Ladung eines Körpers abhängt. An der Venus kann man die elektrische Interaktion mit dem Sonnenwind noch deutlich erkennen. Ihre Magnetosphäre, also ihre Plasmahülle, ist langgezogen wie ein Kometenschweif. Sie reicht bis zur Magnetosphäre der Erde. Es wurden auch schon die typischen filamentären Strukturen von Birkelandströmen in diesem Schweif entdeckt. Der Venusschweif besteht aus vielen kleinen, fadenartigen Dingern. Die Theoretiker werden Spaß bekommen zu erklären, weshalb sie so dünn sind. Die Venus tauscht sich noch heute stark mit dem Sonnenwind aus. Konsequenterweise hat sie den kreisförmigsten Orbit aller Planeten. Einen weiteren Hinweis auf die elektrische Natur von Umlaufbahnen liefern neue Beobachtungen von Asteroiden. Dies ist der etwa 55 Kilometer lange Asteroid Ida. Er besitzt einen winzigen Mond namens Dactyl, der den Asteroiden in 90 Kilometern Entfernung auf einer stabilen Umlaufbahn umkreist. Dies sollte laut Gravitationskosmologie unmöglich sein, da Ida kein kugelförmiger Körper ist, sondern eine langgestreckte Form besitzt, die zu einer ungleichmäßigen Schwerkraft führen muss. Eine stabile Umlaufbahn dürfte daher nicht existieren. Auch das Einfangen des Mondes ist mit einer nur anziehenden und dazu noch so schwachen Kraft wie der Gravitation nicht zu erklären. Ida ist nicht der einzige Asteroid, der einen Mond besitzt. 1999 wurde um den 215 Kilometer großen Asteroiden Eugenia ein 13 Kilometer großer Mond entdeckt, der den unförmigen Steinbrocken in einer Entfernung von 1190 Kilometern alle 4,9 Tage umkreist. Der 140 Kilometer große Asteroid Pulkova hat einen 20 Kilometer großen Mond in einer Entfernung von 800 Kilometern. Die Antiope-Asteroiden wurden zunächst für ein einziges Objekt gehalten, bis sich herausstellte, dass es zwei Asteroiden von jeweils etwa 80 Kilometern Größe sind, die sich gegenseitig umkreisen. In letzter Zeit wurden sogar Asteroiden mit zwei und mehr Monden entdeckt. All diese Objekte dürften in der Gravitationskosmologie nicht existieren. Sie zeigen deutlich, dass wir den Ursprung von Planeten und Mondbahnen nicht verstehen und dass Gravitationsmodelle einmal mehr durch neue Beobachtungen in arge Bedrängnis gebracht werden. Zurück zu unserem irdischen Begleiter. Er weist wie der Mars eine Zweigeteiltheit seiner Oberfläche auf. Auf der uns immer zugewandten Seite gibt es ausgedehnte, dunkle Bereiche, die Meere oder Maria. Auf der Rückseite hingegen gibt es diese Bereiche nicht. Offensichtlich ist die Erde für die Meere verantwortlich, aber im Gravitationsmodell gibt es keine Möglichkeit für die Erde, den Mond auf eine derartige Weise zu beeinflussen. Aber massive elektrische Entladungen könnten den Mond zunächst mit Kratern übersät haben.
Wir sehen die typischen Merkmale solcher elektrischen Entladungen. Flache Krater mit stufenförmigen, steilen Wänden. Krater mit einem oder mehreren Ringen. Zentrale Berge. Kraterketten und Rillen. Da es sich zwischen Erde und Mond nicht nur um eine kurze Begegnung handelte, sondern um eine sehr nahe, permanente Nachbarschaft, könnte das elektrische Lasso der Erde dazu geführt haben, dass der Mond seine eigenständige Rotation verlor und uns seither immer die gleiche Seite zuwendet. Das Plasmalasso brannte seine Spuren vermutlich in Form der dunklen Meere in die Mondoberfläche. Wie Ende 2010 beobachtet wurde, zeigen Krater am Südpol des Mondes noch immer elektrische Aktivität. Natürlich sind es im elektrischen Kosmos zunächst die Pole, an denen es zu Plasmaentladungen kommt. Auf der Erde sehen wir das in Form des Polarlichts. Auf dem Mond, dem eine schützende Atmosphäre fehlt, dringen die elektrischen Ströme bis zur Oberfläche vor und lassen die Krater glühen. Diese Krater am Südpol des Mondes sind auch aufgrund ihrer Anzahl und Größe interessant. Der anfängliche elektrische Austausch zwischen Planeten konzentriert sich, geleitet durch die jeweiligen Magnetfelder, auf die polaren Regionen. Auf dem Mars sieht man das zum Beispiel daran, dass der Bereich um den Südpol ebenfalls etwa 2 Kilometer tiefer liegt als die restliche Südhalbkugel. Auf dem Mond findet man besonders ausgeprägte Krater am Südpol. Und genau wie der Mars, so besitzt auch der Mond eine deutliche Aufteilung in Hoch- und Tiefebenen. Des Weiteren liegt auch der Bereich um den Südpol des Mondes tiefer als das Umland. Da die felsigen Körper des Sonnensystems so viele Spuren elektrischer Interaktion aufweisen, sollte man ähnliche Spuren auch auf der Erde finden. Werfen wir als nächstes einen Blick auf unseren Heimatplaneten. Die Spuren elektrischer Entladungen auf der Erdoberfläche sind ebenso vielfältig wie auf allen anderen felsigen Körpern des Sonnensystems. Allerdings fallen sie häufig nicht sofort ins Auge, da sie durch Erosionsprozesse eingeebnet oder durch Vegetation, Wasser und Sand überdeckt wurden. Dennoch kann man bei genauerem Hinsehen die typischen Merkmale von Plasmaentladungen entdecken. Das Brandbergmassiv in Südwestafrika könnte ein Beispiel für einen emporgezogenen Berg sein, wie wir es zuvor schon beim Olympus Mons sahen. Wenn man die direkte Umgebung des Bergs betrachtet, sieht man sowohl einen Krater als auch parallele Rillen. Alle drei Formationen auf engstem Raum vereint. Entweder entstanden alle durch sehr unterschiedliche Prozesse über Jahrmillionen oder aber in einem einzigen, kurzen, katastrophalen Ereignis. Die deutlichste elektrische Narbe der Erde ist wohl der 400 Kilometer lange Grand Canyon in den Vereinigten Staaten. Es war mit großer Sicherheit nicht der vergleichsweise winzige Colorado River, der das verzweigte Grabensystem über Jahrmillionen schuf. Wasser sucht sich natürlicherweise den niedrigsten Punkt in der Landschaft, um abzufließen.
Es folgt daher nicht selten dem Lauf von elektrischen Gräben. Aber auf Satellitenbildern kann man die Ähnlichkeit des Grand Canyons zu den Valles Marineris und anderen Gräben auf dem Mars erkennen. Wie mit einem Skalpell scheint der Canyon in die Oberfläche geschnitten worden zu sein. Seine Verzweigungen sind die einer typischen Lichtenbergfigur. Diese ungewöhnlichen stufenförmigen Hänge sind eben ein Merkmal elektrischer Entladungen. Und auch die feine Unterteilung in stratigraphische Schichten könnte ein Resultat elektrischer Vorgänge sein. Hier sehen wir ein Glas gefüllt mit normaler Erde. Schon ein geringer Strom, der durch das Glas fließt, führt zur elektrochemischen Ansammlung bestimmter Metalle und Kristalle. Zunächst bildet sich eine Schicht aus Eisensalz. Durch Ausfällung von Mineralien entstehen bänderartige Strukturen. Die hier ablaufenden elektrochemischen Prozesse waren bislang kaum bekannt. Jakobs Experimente könnten daher wegweisend sein für die Geologie. Diesen Prozess kann man vergleichen mit Prozessen der Strukturbildung durch Selbstorganisation. Die eingesetzten Feldstärken durch die Taschenlampenbatterie sind weitaus schwächer, als sich die Feldstärken in der Natur messen lassen. Dennoch wuchsen im Glas entgegen der Schwerkraft Falten und sogar Berge. Die Ähnlichkeit zu geologischen Strukturen, wie wir sie zum Beispiel im Grand Canyon sehen, ist nicht von der Hand zu weisen. Insgesamt sind die Abhänge des Grand Canyons noch relativ wenig erodiert, was darauf hindeutet, dass sie nicht besonders alt sein können. Wie alt genau ist schwer zu sagen, da es einfach noch viel zu wenig Forschung in diese Richtung gibt. Vielleicht kann eine weitere elektrische Narbe in Arizona, die möglicherweise während des gleichen Ereignisses entstand, einen Anhaltspunkt liefern. Der etwa 1200 Meter breite Beringer Krater soll laut herrschender Meinung durch einen Meteoriteneinschlag entstanden sein, und zwar vor nur 50.000 Jahren. Die Oberfläche der Erde zeigt, wie alle felsigen Himmelskörper, die Spuren von riesigen Plasmaentladungen. Hier warten faszinierende Entdeckungen auf zukünftige Forscher, die ein Auge für solche elektrischen Formationen haben. Im elektrischen Kosmos gibt es keine isolierten Welten. Jeder Planet ist Teil des elektrischen Netzwerkes, welches die Galaxien miteinander verbindet. Natürlich ist die Erde keine Ausnahme. Wie alle geladenen Körper ist sie von einer Plasmahülle umgeben. Diese Hülle wird nur fälschlicherweise als Magnetosphäre bezeichnet. Plasmasphäre wäre ein passenderer Name. In dieser Plasmasphäre liegen die Van Allen Strahlungsgürtel, die nichts anderes als typische donutförmige Plasmoide sind. Wir sahen die gleiche Struktur bereits bei der Sonne. Besonders eindrucksvoll kann man die Präsenz von ringförmigen elektrischen Strömen in den Plasmoiden am Beispiel des Saturn erkennen. Neben den bekannten Ringen wurde vor kurzem ein weiterer entdeckt. Er hat gewaltige Ausmaße und erinnert an riesige, aber sehr dünne galaktische Plasmascheiben. Natürlich haben auch die lange bekannten Ringe nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Wie die Raumsonde Voyager bereits 1979 feststellte, zeigen die Ringe feinste Strukturen, die nicht durch ein chaotisches Gravitationsmodell erklärt werden können. Da war der F-Ring, der in Voyagers Telekamera als gekringelt und in drei Strähnen unterteilt und, wohl in Missachtung jeglicher üblichen Himmelsmechanik, geflochten erschien. Der Saturn mit seinen Ringen erinnert stark an den Aufbau eines Gleichpolmotors, wie wir ihn bereits bei der Formation von Galaxien antrafen. Elektrische Ströme könnten in den Ringen fließen, was die gewundene, geflochtene Form erklären würde. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es Christian Birkeland, glühende Ringe in seinen Terrella-Experimenten zu erzeugen. Neuere Experimente in diese Richtung legen ebenfalls eine elektrische Natur der Ringe nahe. Die Korona als stark ionisierter, elektrisch geladener Teil der solaren Atmosphäre wurde zuvor bereits angesprochen. Das irdische Äquivalent ist die Ionosphäre, eine Schicht aus dünnem Plasma, die noch wenig erforscht ist. Meteorologen nennen sie scherzhaft die Ignorosphäre, weil so wenig über die dortigen Vorgänge bekannt ist.
Dieses Unwissen wurde offenbar der Besatzung des Space Shuttles Columbia im Jahr 2003 zum Verhängnis. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre brach der Shuttle auseinander, wobei alle 7 Astronauten ums Leben kamen. Die offizielle Ursache soll ein mechanisches Versagen des Hitzeschildes aufgrund herabfallenden Materials beim Start gewesen sein. Ein Amateurfotograf aus San Francisco machte jedoch eine Aufnahme vom Shuttle kurz bevor er auseinanderbrach. Auf dem Foto kann man einen Blitz sehen, der dem ionisierten Plasmastrahl des Shuttles folgt und schließlich in den Shuttle einschlägt. Leider kann das Foto dieses Blitzes hier nicht gezeigt werden, da NASA es unter Verschluss hält. Ob die Columbia tatsächlich durch einen gewaltigen Blitzschlag direkt aus der Ionosphäre zerstört wurde, ist somit noch ungeklärt. Zweifelsfrei bewiesen ist hingegen, dass riesige elektrische Entladungen in der oberen Atmosphäre stattfinden. Über Gewitterwolken werden sogenannte Gnome, rote Kobolde und blaue Elfen beobachtet. Hier fließen enorme elektrische Ströme zwischen der Ionosphäre und Gewitterwolken. Die meisten von uns kennen die Erklärungen dafür, wie irdische Gewitter angeblich entstehen. Regional wärmere, aufsteigende Luftmassen sollen sich in größerer Höhe abkühlen. Dabei soll es irgendwie zu Ladungstrennung in der entstehenden Wolke kommen. Wikipedia zeigt anschaulich, wie wenig über den Prozess der elektrischen Aufladung einer Gewitterwolke bekannt ist. Ganze 4 Sätze findet man zur Blitzbildung. Mechanische Reibung von Eiskristallen soll eine große Rolle spielen. Seit langer Zeit behaupten Meteorologen, Wasser sei eine unverzichtbare Voraussetzung zur Gewitterbildung. Wir wissen es jedoch bereits seit Mitte der 70er Jahre besser. Als die russischen Venera-Sonden die Venus besuchten, fanden sie enorme Blitzaktivität, obwohl die Venus keinerlei Wasser in ihrer Atmosphäre besitzt. Die Forschungsergebnisse wurden von NASAs Pioneer- und Galileo-Sonden bestätigt. Auf der Venus reichen kilometerlange Blitze direkt von der Ionosphäre bis nahe an die Oberfläche. In den NASA-News von 1979 konnte man Folgendes lesen. Die russische Venera-Sonde entdeckte kontinuierliche Blitzaktivität in einer Höhe von 32 bis 2 Kilometern mit Entladungshäufigkeiten von unglaublichen 25 Stück pro Sekunde. Das menschliche Auge kann solch häufige Blitze nicht voneinander trennen und ein Beobachter auf der Venus würde die Landschaft und die dichte Atmosphäre eingetaucht in ein unheimliches elektrisches Glühen wahrnehmen. Zum Vergleich, die höchste Entladungsrate auf der Erde wurde in einem Blizzard mit 1,4 Blitzen pro Sekunde gemessen. Die Tatsache, dass die wasserlose Venus enorme Blitzaktivität aufweist, steht in direktem Widerspruch zum meteorologischen Modell der Blitzbildung. Nichtsdestotrotz wird das gescheiterte Modell der mechanischen Ladungstrennung in einer Wasserwolke noch heute vertreten, wenn auch mit geringer Vehemenz. Es gibt im Gravitationskosmos einfach keine Alternative. Woher sollte die Elektrizität auch kommen, wenn nicht aus der Wolke selbst? Das elektrische Modell sieht die Erde hingegen als Teil eines kosmischen Entladungsprozesses. Der Antrieb für all unsere Wetterphänomene kommt aus dem All. Der Strom wird in der Ionosphäre gespeichert, wo sich Bereiche lokal stärkerer Ladung bilden. Unter diesen Bereichen wird Wasserdampf elektrisch emporgesogen. Es entsteht eine Gewitterwolke als Pfad für den Strom. Die Elfen und Kobolde sind sichtbare Entladungen zwischen der Ionosphäre und der Wolke. Die uns bekannten Blitze überbrücken das letzte Stück des Weges bis zur Erdoberfläche. So wie die Elektrizität für Ihren Fernseher nicht im Fernseher oder Ihrem Haus produziert wird und so wie die Energie der Sonne nicht in Ihrem Inneren produziert wird, so ist es auch mit Gewitterwolken. Plasma transportiert Strom über enorme kosmische Strecken, so wie elektrische Leitungen unseren Strom transportieren. Wir können uns glücklich schätzen, so viel Wasser auf der Erde zu haben. Wassermoleküle sind die Pole, die elektrischen Strom leiten können. Man könnte Wasser mit einigem Recht als kaltes Plasma bezeichnen. Durch seine elektrische Leitfähigkeit stellt es eine Brücke von der Ionosphäre zur Erdoberfläche bereit. Auf der Venus fehlt eine solche Brücke. Dadurch lädt sich die Ionosphäre unseres Nachbarplaneten stark auf. Gewaltige, schnell aufeinanderfolgende Blitze sind die Folge. Die etwa 1600 gleichzeitigen, relativ kleinen Gewitter auf der Erde helfen dagegen, die Ladungsunterschiede zwischen der Erde und dem umgebenden Plasma in vielen kleinen Entladungen von und zur Oberfläche auszugleichen. Dass es viele kleine Gewitter auf der Erde gibt, bedeutet aber nicht, dass es nicht auch zu stärkeren Entladungen käme. Wie wir bereits sahen, verändert sich die Struktur einer elektrischen Entladung mit ihrer Stärke. Rotierende Tunnel oder Zylinder aus Filamenten entstehen, die an Tornados erinnern. In diesem simplen Experiment wird ein Strom durch einen Magneten und Wasser
welches Elektrolyte enthält, geleitet. Man sieht, wie sich ein rotierender Trichter, ein Mini-Tornado, im Glas bildet. Auf dem Mars gibt es kilometerhohe sogenannte Staubteufel. Sie kamen als Überraschung, da die Atmosphäre des roten Planeten eigentlich zu dünn für solche Wirbelstürme sein sollte. Um sie zu verstehen, jagten NASA-Wissenschaftler in der Wüste Arizonas kleine Windhosen. Erstaunt entdeckten sie starke elektrische Felder von bis zu 10.000 Volt pro Meter. Im elektrischen Modell ist das alles andere als überraschend. Die Granulen in der Photosphäre der Sonne können als riesige Tornados bezeichnet werden, die sich eng aneinander reihen. Manchmal reichen einzelne solare Tornados in größere Höhe, wie man hier sehr schön beobachten kann. Und die hier horizontal verlaufenden Tornados könnten eine Entsprechung in solchen Wolkentunneln auf der Erde finden. Irdische Windhosen und marsianische Staubteufel können als energieärmere Versionen der solaren Tornados verstanden werden. Wird die Ladung in der irdischen Ionosphäre sehr groß, kann es zu einer längeren Blitzentladung, eben einem Tornado, kommen. Ein Tornado ist nichts anderes als eine trichterförmige, rotierende elektrische Entladung. Besonders heftige Entladungen sehen wir auf der Sonne in Form von Sonnenflecken. Auf der Erde sind es Hurrikans, die große Mengen Elektrizität von und zur Oberfläche leiten und dabei starke Winde entstehen lassen. All diese Wetterphänomene werden nicht primär durch unterschiedlich warme Luftmassen ausgelöst. Es sind rotierende, elektrisch geladene Zylinder. Gewitter, Tornados und Hurrikans richten große Schäden an, aber die gefährlichsten elektrischen Entladungen auf der Erde sind Erdbeben. Sie gelten auch immer als unvorhersehbar, aber das müssen sie nicht sein. Seit ein paar Jahren untersucht man die einstige Ignorosphäre näher und die Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich vor Erdbeben über dem Epizentrum große Ladungsunterschiede in der Ionosphäre aufbauen. Glühentladungen und Blitze sind ebenfalls während Erdbeben beobachtet worden. Das Beben der Erde hat möglicherweise nichts mit einer sowieso sehr fragwürdigen Plattentektonik zu tun. Laut elektrischem Modell fließen in der Erdkruste elektrische Ströme. So wie es innerhalb einer Gewitterwolke zu internen Entladungen kommen kann, so kann es auch in der Erdkruste passieren. Das anschließende zerstörerische Beben könnte sich als der unterirdische Donner solcher elektrischen Entladungen herausstellen. Im Plasmaversum sind auch Vulkane elektrische Phänomene. Ströme in der Erde erhitzen das Gestein und lassen es in lokalen Hotspots nahe der Oberfläche schmelzen. Starke Blitzaktivität wird häufig bei großen Ausbrüchen beobachtet. In diesem beeindruckenden Video sieht man die Bildung zweier Tornados im Hintergrund. Es zeigt, dass wir es hier mit starken elektrischen Entladungen zu tun haben. Der Bereich zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche ist der Teil der Atmosphäre, in dem sich unser Wetter abspielt. Analog dazu ist die Photosphäre der Bereich der Sonnenatmosphäre, in dem sich das solare Wetter abspielt. Auf der Erde gibt es relativ geringe, aber kontinuierliche Blitzaktivität und manchmal stärkere Entladungen wie Tornados, Hurrikans, Vulkanausbrüche und Erdbeben. Das solare Wetter ist gekennzeichnet durch kontinuierliche glühende Tornados und periodische Hurrikans, die wir Sonnenflecken nennen. Prinzipiell sind die Vorgänge die gleichen. Die Unterschiede liegen zum einen in der Stärke der elektrischen Entladungen und zum anderen im Medium. Auf der Sonne haben wir ein klassisches Plasma, auf der Erde haben wir aufgrund der Dipolarität der Wassermoleküle ebenfalls ein elektrisch leitfähiges Medium, eine Art kaltes Plasma. Der hohe Wassergehalt unserer Atmosphäre regelt somit nicht nur die Temperatur ganz entscheidend, er hält auch die Stärke einzelner elektrischer Entladungen in Grenzen und ermöglicht so komplexes Leben auf unserem Planeten.